Meine sehr verehrten Damen und Herren, und so war es auch, ne? Trotz der Tatsache, dass die Bahn heute streikt, versuchen wir einigermaßen pünktlich anzufangen und nehmen verspätete Personen natürlich gerne auf. Mein Name ist Alexander Rieper, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer abendlichen Diskussionsveranstaltung zum Thema TTIP. Warum TTIP interessant ist, brauche ich, glaube ich, niemanden zu erläutern. Das Freihandelsabkommen hat die letzten Monate geprägt in der öffentlichen Diskussion. Je nach Akzentsetzung eines bestimmten Unterthemas gingen viele Themen durch die Medien. Viele Beobachter, und ich gehöre dazu, haben sich ein bisschen überfordert mit der Debatte gefühlt, weil in großen Teilen gar nicht so klar war, worum es eigentlich genau geht. Klar war, dass viele Menschen Angst hatten, aber auch nicht so genau wussten, warum sie jetzt eigentlich Angst haben. Wir wollen heute mit dieser Veranstaltung Ihnen die Möglichkeit geben, mit einem bunten Podium sich zu informieren, Fragen zu stellen und den Abend miteinander zu verbringen, um dann rauszugehen und zu sagen, jawohl, vielleicht bin ich jetzt noch kein Experte in TTIP, aber zumindest blicke ich jetzt ein bisschen mehr durch als vorher. Zum Organisatorischen, wir werden jetzt 2 Stunden Diskussionsveranstaltung haben. Zu Beginn erst moderierte Diskussion und dann laden wir Sie herzlich ein, Fragen zu stellen. Wir haben dann ein Mikrofon, das rumgegeben wird. Insofern orientieren Sie sich bitte an meiner Kollegin, die nachher das Mikrofon halten wird. Geben Sie ein Zeichen und wir kommen dann zu Ihnen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wir würden uns natürlich auch freuen, die Stimmen aus dem Publikum mit aufzufangen. Wir veranstalten diesen Abend heute in Kooperation mit der American Chamber und ich freue mich ganz herzlich, mit Herrn von Sydow, den Co-Chairman der Chamber in Bavaria, der American Chamber, hier anwesend zu haben. Es freut mich ganz herzlich, dass wir mit Ihnen dieses Thema in Kooperation anbieten können und Sie sind sozusagen der Erste, den ich begrüßen darf. Herr von Sydow, schön, dass Sie heute Abend da sind. Wir haben uns das Ganze aufgeteilt. Ich beginne zuerst mit unserem Moderator des Abends, den wir heute Abend, Sebastian Steinmeier. Für diejenigen, die ab und zu Veranstaltungen von uns besuchen, er ist ein geschätzter Moderator in unserem Haus, ist Chefredakteur des BLR hier in München, also dem Content-Zulieferer für die privaten Radios. Herr Steinmeier, wir haben Sie mal gerne bei uns als Moderator. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Wir haben natürlich eine Reihe von Experten hier, aber auch, es war uns wichtig, so die ganz normale Unternehmerstimme auch mit dabei zu haben. Und ich freue mich ganz herzlich mit Herrn Lex, dass er heute hier ist, um sozusagen die Stimme des Mittelstandes zu vertreten. Herr Lex, schön, dass Sie heute da sind. Sie haben es mitgekriegt, die Liberalen sind im Moment nicht mehr im Parlament vertreten. Sie arbeiten dran, wieder reinzukommen. Nichtsdestotrotz ist die Entstehungsgeschichte von TTIP ist ja schon etwas länger her, bevor die Öffentlichkeit mit einbezogen wurde. Insofern haben wir mit Stefan Thome, einem ehemaligen Angehörigen des Deutschen Bundestages hier, der auch im Rahmen seiner Tätigkeit im Bundestag die Entstehungsgeschichte oder zumindest die Bearbeitung von TTIP mitbekommen hat. Insofern haben wir ihn hier eingeladen als Vertreter des Parlamentes, um an der Debatte teilzunehmen. Herr Thome, schön, dass Sie da sind. Wir haben eine ganze Reihe von Gästen aus Wirtschaft, Ministerien, Zivilgesellschaft hier, die ich jetzt nicht alle namentlich begrüßen werde. Ich freue mich aber, sozusagen einige hervorzuheben. Herr Professor Rodenstock ist heute anwesend, der Ehrenpräsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Herr Professor Rodenstock, schön, dass Sie da sind. Klaus von Lindeiner ist anwesend als Repräsentant der Freien Demokraten in Bayern. Er hat das harte Amt des Schatzmeisters, das er schon lange erfolgreich ausfüllt. Herr von Lindeiner, schön, dass Sie da sind. Und stellvertretend für die bayerischen Ministerien oder Ministeriumsvertreter, die heute anwesend sind, darf ich begrüßen Herrn Gottschlich hier in der ersten Reihe. Er ist Referatsleiter des Referates Außenwirtschaft im bayerischen Wirtschaftsministerium. Herr Gottschlich, schön, dass Sie heute in der Debatte sind. Normalerweise erzähle ich auch ein bisschen was über unsere beiden Stiftungen, was ich heute nicht tue, da Sie mit Sicherheit an der Debatte interessiert sind und auch Fragen einbringen möchten. Für diejenigen, die trotzdem Interesse haben, etwas über unsere Stiftung kennenzulernen, lade ich Sie ein, sich im Internet zu informieren. Gerade die Persönlichkeit Thomas Dehle als erster Justizminister lohnt es sich, das eine oder andere über ihn zu lesen. Das sei es von meiner Seite. Ich übergebe an Herrn von Sydow und freue mich auf einen spannenden Abend. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Herr Rieper, für die freundliche Vorstellung meiner Person. Ich darf das zurückgeben. Ich finde es ganz toll, dass wir als amerikanische Handelskammer diesen Abend mit Ihnen zum Thema TTIP mit der Thomas-Dehler-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung zusammen machen können.
Das Thema TTIP ist für die amerikanische Handelskammer in ihrem 112. Jahr des Bestehens eines der zentralen Themen. Es gibt wahrscheinlich 30, 40 Veranstaltungen, in denen die amerikanische Handelskammer versucht, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, versucht, Menschen zu motivieren, dazuzukommen, zu diskutieren, es zu besprechen. Und es ist toll, dass wir das hier mit Ihnen gemeinsam machen können. Mein ganz herzlicher Dank geht an Herrn Güllner. Herr Güllner ist im Moment sozusagen im bayerischen TTIP-Taumel. Er war gestern hier mit den Vertretern der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zu einer Podiumsdiskussion. Er war heute tagsüber bei der Industrie- und Handelskammer und ist heute Abend hier bei uns. Und warum machen alle etwas zu TTIP, wenn Herr Güllner in der Stadt ist? Weil er wirklich etwas davon versteht. Er ist nämlich stellvertretender Referatsleiter der Generaldirektion Außenhandel der EU-Kommission und hat also tagtäglich damit zu tun. Wenn jemand was über den Gang der Verhandlung berichten kann, über den Stand der Diskussion, dann er. Deswegen würde ich Sie auch um eine Hand für Herrn Güllner bitten. Und mich ereilt eine wichtige Information, er ist nicht stellvertretender Referatsleiter, sondern er ist Referatsleiter, also volle Beförderung, er macht seinen Job gut. Ja, Sie müssen mein Internet aufräumen. Mein herzlicher Dank geht weiter an Frau Dr. Meyer aus dem Hause Nörr Rechtsanwälte. Sie ist spontan eingesprungen in dieses Panel, eigentlich stand da Frau Dr. Konrad. Sie haben nämlich beides eines gemeinsam. Sie sind beide auf verschiedenen Podien-Panels als Schiedsrichter bzw. Conciliator tätig. Das sind solche, die vermitteln. Und sie ist zum Beispiel bis zum Jahr 2019 berufen von der Bundesrepublik Deutschland auf dem Panel des International Center for Settlement of Investment Disputes. Das ist also die Organisation, in denen Investitionsschutzverfahren organisiert und mit Schiedsrichtern versehen werden. Wenn also jemand was über dieses Thema fachlich versteht, dann ist das Frau Dr. Meyer. Ja, ist es erstaunlich, dass es vielleicht einigen Parteien oder NGOs, Organisationen gelungen ist, vielleicht auch Kirchen, eine große Menge von Menschen gegen TTIP zu mobilisieren. Und das entspricht vielleicht einer allgemeinen Stimmung, die in unserem Land vorherrscht, dass wir starken Respekt haben vor Dingen, die neu sind, wo man das Ende nicht so vorhersehen kann. Das ist vielleicht eine besonders deutsche Eigenschaft. Das ist auch erstaunlich, weil, wie Sie alle wissen, wir die Exportnation Nummer eins sind. Unser Land lebt quasi vom Außenhandel. Wir sind Weltmeister im Fußball und im Außenhandel. Also ist TTIP eigentlich unser Spielfeld. Und es ist so, dass den Organisatoren und Verhandlern vorgeworfen wird, dass es alles wahnsinnig geheim abgeht und nicht offen ist. Das stimmte teilweise. Aber stimmt jetzt viel weniger. Wenn Sie heute sich damit beschäftigen, sehen Sie auf Websites die Position der EU. Sie können das lesen, Sie können sich damit auseinandersetzen. Sie sehen die Positionen und die Texte, können also alles im Internet miterleben und mitdiskutieren. Es ist also gar nicht mehr so geheim. Und es ist auch so natürlich, dass die Ministerien des Bundes und der Länder daran teilnehmen. Herr Gottschlicht ist der Vertreter des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, der hier netterweise sitzt, der natürlich den lieben langen Tag sich intensivst mit TTIP beschäftigt. Das heißt, die nationalen Regierungen beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und nehmen Einfluss. Ein weiterer Vorwurf ist, dass wir befürchten müssen, dass wir unsere Standards verlieren. Dazu werden wir heute im Bereich Umweltschutz, Verbraucherschutz, dazu werden wir sicherlich einiges heute hören in der Diskussion. Ich erinnere nur daran, dass aber zum Beispiel der Katalysator die Crashtests irgendwann mal in Kalifornien entstanden sind und dann 10 Jahre später als Standard nach Europa gebracht worden sind. Also es ist nicht immer so, dass man befürchten muss, dass Amerika verwässert oder gefährdend ist, sondern häufig bringt Amerika auch mehr Sicherheit. Und deswegen muss man, glaube ich, das Thema differenziert
betrachten. Ja, das letzte Thema, was sozusagen sehr in der Diskussion ist, ist das Thema Investitionsschutz. Da werden wir heute viel zu hören. Ich möchte nur eines sagen. Wir in unserer Verfassung sind gewohnt, uns als Bürger auf einen Artikel 14 zu berufen, wenn der Staat nach unserem Eigentum greift. Das ist ein Freiheitsrecht, was wir haben, dass unser Eigentum verteidigt wird. Letztendlich ist Investitionsschutz nichts anderes, nur in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang. Wenn ich als deutscher Investor irgendwo an der Elfenbeinküste ein Werk baue, kann ich mich nicht mehr auf einen Artikel 14 berufen. Und insofern ist die Bundesrepublik Deutschland besonders aktiv gewesen, unendlich viele Investitionsschutzabkommen mit allen möglichen Staaten dieser Welt zu vereinbaren, um eben einen vergleichbaren Schutz, wie wir ihn in unserer Verfassung haben, nämlich Eigentumsschutz, durch solche Verträge zu gewährleisten. Das ist also an sich etwas, was wir in unserem eigenen Staat sehr gut kennen und was grundrechtlich abgesichert ist, was aber natürlich in einem transnationalen Zusammenhang nicht unbedingt gegeben ist. Deswegen ist Investitionsschutz eigentlich etwas Positives. Es ist nämlich ein Abwehrrecht eines Bürgers gegen einen Staat. So viel zu den vielleicht am meisten diskutierten Themen in der Einleitung. Ich hoffe, dass wir heute Abend viele Fragen stellen und Licht in diese unterschiedliche Themenbereiche bekommen. Und ich hoffe, dass wir etwas Vertrauen gewinnen in unsere EU-Verwaltung und in unsere US-Verwaltung, die das verhandeln. Sie werden nämlich sehen, das sind lauter Leute, die erstens was von dem Thema verstehen und zweitens es sehr ernsthaft und im Sinne der ihrer Bürger verhandeln werden. Das wäre jedenfalls ein schönes Ziel für diesen Abend. Und damit, Generalkonsul Möller, darf ich das Mikrofon an Sie übergeben für einige Worte der Begrüßung. Well, vielen Dank für die Gelegenheit, ein kurzes Grußwort zu halten. Zunächst möchte ich mich bei der American Chamber of Commerce und Friedrich-Naumann-Stiftung und auch Thomas Dalen-Stiftung für ihr starkes und konstruktives Bemühungen in dieser Debatte und für ihre Gastfreundschaft heute Abend herzlich bedanken. Zudem bin ich sehr erfreut, Lutz Gulmer von der Europäischen Kommission heute hier zu sehen. Könnten wir Herr Gulmer hier als Dauerredner zu TTIP behalten, hätten wir wohl weit weniger Opposition zum Freihandelsabkommen. Er ist einer der glaubwürdigsten europäischen Wortführer zu TTIP und deswegen ist es großartig, ihn wieder zurück in München zu haben. Es ist auch zu begrüßen, aus meiner Sicht, als Generalkonsul hier in München, dass der Bayerische Ministerrat in der Kabinettssitzung von 5. Mai die Haltung der Staatsregierung zum Abkommen formell bekräftigt hat. Die Staatsregierung stellt die Vorteile, die TTIP für Bayern mit sich bringen würde, klar dar und verpflichtet sich dazu, die Öffentlichkeit aktiv über das Abkommen zu informieren. Ich bin der festen Überzeugung, die bayerischen Bürger müssen mehr von ihren eigenen gewählten Vertretern hören, warum TTIP gut für Bayern ist. Die Bürger müssen auch mehr von der bayerischen Wirtschaft hören, besonders von den kleinen und mittelständischen Unternehmen, welche am meisten von TTIP profitieren werden. Leider reicht es nicht aus, nur von dem amerikanischen Generalkonsul zu hören, dass Bayern von TTIP nichts zu befürchten hat. Aus irgendeinem Grund ist das nicht besonders überzeugend. Ich werde oft zu Diskussionsveranstaltungen über TTIP eingeladen und die Hauptbeschwerde, die ich zurzeit höre, bezieht sich auf die Transparenz. Die Menschen wollen mehr darüber wissen, was da verhandelt wird. Und es ist völlig legitim, mehr Transparenz zu fordern. Doch Fakt ist auch, dass es Massen an Informationen im Internet gibt. Und das wurde schon erwähnt. Sowohl auf der Webseite der Europäischen Kommission als auch auf der Webseite des US-Handelsbeauftragten, USTR, US Trade Representative. Einige von Ihnen haben vielleicht gelesen, dass Präsident Obama derzeit versucht, die sogenannten
Trade Promotion Authority, kurz TPA, von Congress zu erhalten. Eine Art Sondervollmacht zur Aushandlung sowohl des transatlantischen als auch des transpazifischen Freihandelsabkommens. Mit TPA würde der Kongress auf Änderungen des fertig verhandelten Abkommens verzichten. Stattdessen könnte er dem Abkommen nur zustimmen oder es ablehnen. Letzte Woche gab es hierzu kleinere Verstimmungen unter den Demokraten im Senat, aber diese wurde bereits überwunden. Ich bin sehr optimistisch, dass TTIP und TPA zügig von Congress verabschiedet wird. Und die Bedenken bezüglich TPA, Trade Promotion Authority, haben mehr mit dem transpazifischen Freihandelsabkommen als mit TTIP zu tun, da Löhne, Umweltschutzstandards und Vorkehrungen zum Schutz geistigen Eigentums in eigenen asiatischen Ländern signifikant niedriger sind. Amerikaner haben diese Befürchtungen keineswegs, wenn es um TTIP geht. Sie sehen Europa auf dem gleichen Entwicklungsstand wie die USA mit fast gleichen Standards. Trotz der Rhetorik einiger TTIP-Gegner glaube ich, natürlich, kann man sagen, dass dies in der Tat zutrifft. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einige wenige Aussagen über TTIP aus der Sicht der US-Regierung zu treffen. Zunächst einmal wird TTIP, wenn wir Europäer und Amerikaner es richtig anstellen, zum globalen Maßstab dafür, wie Handel und Investitionen überall auf der Welt künftig getätigt werden. TTIP wird das Prinzip verankern, dass es keinem Unternehmen und keinem Land erlaubt werden sollte, durch Arbeiterausbeutung, den Diebstahl geistigen Eigentums oder Umweltverschmutzung einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Wenn die Vereinigten Staaten in Europa nicht zusammenarbeiten, um Standards für den Welthandel und Investitionen zu setzen, dann werden dies andere tun. Und meine Damen und Herren, zu unseren Lasten. Ich möchte betonen, TTIP hat aus amerikanischer Sicht nichts mit der Regulierung zu tun. Kein Land ist stärker reguliert als die EU-Mitgliedstaaten und die USA. Und TTIP wird das nicht ändern. TTIP hat auch wenig mit der Angleichung von Standards zu tun. Viele Deutschen werden eine Standardangleichung aus einem Wettlauf um den niedrigsten Standards. Wir wollen das auch nicht in den Vereinigten Staaten. Es geht vor allem um Entbürokratisierung, Bürokratieabbau, die Abschaffung doppelter Zulassungsprozesse und die Vermeidung doppelter Tests, die die eine oder andere Seite bereits durchgeführt hat. Viele dieser Hindernisse schützen nicht etwa die Verbraucher oder verbessern die Qualität, sondern verursachen schlicht Kosten und reduzieren die Auswahl für die Konsumenten. Ein abschließendes Wort zum Investitionsschutz und zur Schiedsgerichtbarkeit. Wir Amerikaner sind natürlich überrascht vom Ausmaß der Empörung über die Schiedsgerichtbarkeit in Deutschland. Die Schiedsgerichtbarkeit ist eine deutsche Erfindung. Und sie wurde in den letzten 50 Jahren ziemlich erfolgreich genutzt. Übrigens hauptsächlich von europäischen Firmen, nicht amerikanischen Firmen. Sie ist ein grundlegender Baustein für Handels- und Investitionsabkommen rund um die Welt geworden. Deutschland allein hat mehr als 130 Abkommen mit Schiedsgerichtbarkeit-Klauseln. Mehr als jede andere Nation auf der Erde. Kritiker behaupten, dass sie eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Aber irgendwie hat die deutsche Demokratie 50 Jahre Schiedsgerichtbarkeit ganz gut überstanden. Fakt ist, dass die Schiedsgerichtbarkeit vollends mit Demokratie vereinbar und ein integraler Bestandteil internationalen Rechts ist. Sie wird regelmäßig genutzt, um internationale Streitigkeiten zu schlichten.
sie ist eine Realität des heutigen Wirtschaftssystems. Wenn Sie mit der gegenwärtigen Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit Probleme haben, dann sollten Sie TTIP unterstützen. Denn TTIP gibt Amerikaner und Europäer die Chance, neue Standards für die Schiedsgerichtsbarkeit zu setzen. Tatsächlich ist es so, dass die Schiedsgerichtsbarkeit, so wie sie in deutschen Abkommen zu finden ist, für die Frankenstaaten nicht akzeptabel wäre. Wir fordern, ich meine Amerikaner, wir fordern höhere Standards bezüglich der Offenheit und Transparenz von Schiedsverfahren. Wir denken auch, dass es mehr Vorkehrungen zum Schutz des Rechts eines Staates in öffentlichem Interesse zu regulieren geben sollte. Oft höre ich Bedenken über die großen amerikanischen Firmen und amerikanischen Anwälte mit Dollarzeichen in den Augen, die nach Bayern kommen und die Schiedsgerichtsbarkeit missbrauchen, um Umweltschutzauflagen zu maximieren, ihres Profits zu kippen. Meine Damen und Herren, Bayern hat auch ein paar große Konzerne und Anwälte. Der einzige Unterschied ist, dass sie, anstatt Dollarzeichen, Eurozeichen in den Augen haben. Wir Amerikaner wollen auch nicht, dass eine große, reiche, bayerische Firma in die Frankenstaaten kommt und die Schiedsgerichtsbarkeit nutzt, um unsere Umweltschutzauflagen zu kippen. So in diesem Bereich teilen Deutsche und Amerikaner, Bayer, genau die gleichen Werte und Interessen. Beide wollen das legitime Recht eines Staates im öffentlichen Interesse zu regulieren, schützen und Firmen davon abhalten, diesen Mechanismus zu missbrauchen. Und der Vorschlag, einen ständigen internationalen Schiedsgerichtshof einzurichten, das ist von Sigmar Gabriel gekommen, ist interessant, sehr konstruktiv. Aber es würde Jahre dauern, um dies zu durchdenken, zu untersuchen und einzurichten, wenn es überhaupt je realisiert werden kann. Ich frage mich, ob wir es uns leisten können, TTIP aufzuhalten, während wir diese Idee in Betracht ziehen. Ich würde nur sagen am Ende, wir haben schon einen guten und bewährten Mechanismus und wir sollten uns bei TTIP darauf konzentrieren, ihn zu verbessern. Nämlich, indem wir Schiedsverfahren offener und transparenter gestalten und das Recht des Staates in öffentlichem Interesse zu regulieren, schützen. So, meine Damen und Herren, nochmal vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, einige Worte zu Beginn der heutigen Veranstaltung zu sagen. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, guten Abend. Lieber Herr Rieper, ich hatte mir vorgenommen, aufgrund des ernsten Themas, des sperrigen Themas, mit einer witzigen Moderation einzustiegen. Das haben Sie mir jetzt mit dem Verweis auf die Deutsche Bahn kaputt gemacht. Ich spare mir das jetzt einfach. Sorry. Herr von Sydow, herzlichen Dank für Ihre Anmoderation. Sie haben die Themenbereiche, die wir heute Abend besprechen wollen, schon recht treffend formuliert. Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Wir können in den nächsten 60 bis 70 Minuten werden wir das Thema TTIP nicht zu einem Abschluss bringen in Form einer Diskussion. Wir werden nicht alle Bereiche erschöpfend diskutieren können. Aber was wir schon machen können, ist die wichtigsten Bereiche, die Herr von Sydow bereits angesprochen hat, zu beleuchten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass uns das gelingt, ohne
mit den plakativen, hinlänglich bekannten Begriffen rote Blinker, gelbe Blinker, Chlorhühnchen oder Fracking. Herr Güllner, wenn ich recht informiert bin, Fracking steht überhaupt nicht im EU-Mandat drin. Also, das wollen wir uns heute Abend ersparen. Worum es geht, glaube ich, ist ein vermeintlich wirklich objektives Licht zu werfen auf die aktuell sehr hitzige und, wie ich finde, in Teilen nicht immer sehr sachliche Diskussion zum Thema TTIP zu führen. Herr Güllner, ich würde mit Ihnen gerne anfangen. Sie sind, verzeihen Sie das Bild, vielleicht im Moment gerade sehr gefragt als eine Art Handelsreisender in Sachen TTIP. Welches ist die Frage, die Sie partout nicht mehr hören wollen und nicht mehr beantworten wollen, aber trotzdem am meisten gestellt wird? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die mir gestellt werden, die ich eigentlich partout nicht mehr beantworten will, weil sie mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Geist geht. Vielleicht mal eine stellvertretende Frage, die wirklich sehr oft kommt, ist: Warum verhandelt ihr eigentlich mit einem Partner, der euch letztlich über den Tisch ziehen wird und wo wir nur verlieren können? Diese Frage bekomme ich oft gestellt. Und die, sage ich mal ganz straightforward, die nervt mich, weil nämlich dabei zwei ganz wichtige Dinge übersehen werden. Zum Ersten sind wir als Europäische Union sind sehr gut aufgestellt international. Wir sind der größte Handelsblock der Welt. Wir sind der größte Handelspartner von 80 Ländern dieser Erde. Die USA nur von 20, also nur um das mal in Vergleich zu setzen. Wir haben Außenhandelsüberschuss, wir sind gut aufgestellt und wir brauchen uns nicht zu verstecken vor den Amerikanern. Der zweite Teil ist, da wird so dargestellt, als ob wir TTIP als Konzession, als Geschenk den Amerikanern gegenüber machen. Wir machen TTIP, weil es in unserem ureigenen Interesse ist, der Europäischen Union. Wir müssen uns im internationalen Wettbewerb gut aufstellen. Wir haben deswegen eine Außenhandelsstrategie entwickelt, schon seit Mitte der 2000er Jahre mit vielen, vielen Partnern. TTIP ist Teil dieser Außenhandelsstrategie. Da geht es nicht um Geschenke, geht es nicht um Konzessionen, da geht es um unser Interesse, weiterhin in der Avantgarde auch zu bleiben und unsere Interessen zu verteidigen. Danke, Herr Güllner. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, bitte holen Sie uns doch alle ab. Wo stehen wir denn im Moment gerade in diesem Prozess unmittelbar vor einem Vertragsabschluss? Also wir stehen nicht unmittelbar vor einem Vertragsabschluss. Die Grundlage dieser Verhandlungen, wissen Sie, ist ein Mandat, das die Europäische Union bekommt, die Europäische Kommission bekommt. Und zwar wird das erteilt von allen, und ich wiederhole es jetzt mal, für alle hier im Raum, von allen 28 Regierungen, die sagen der Europäischen Kommission, bitte verhandelt dieses Abkommen. Und in diesem Abkommen sollen Folgendes drinstehen, und das wird dann da aufgeführt, und Folgendes darf nicht drinstehen. Also kann man gibt's auch abrufen, rote Linien. Im Netz überall 19 Seiten stark, 46 Punkte, absolut. Richtig? Sie nehmen mir genau das Wort aus dem Gut. Mund. Erteilt im Jahr 2011. 2013. Von den Mitgliedstaaten. Und das ist die Grundlage, auf derer wir verhandeln. Gut. Das heißt, seit Juli 2013 verhandeln wir. Wir haben jetzt 9 Verhandlungsrunden gehabt. Da können Sie sich wahrscheinlich nicht viel drunter vorstellen. Was heißt so eine Verhandlungsrunde? Da treffen sich alle Verhandlungsteams dieser vielen verschiedenen Themen. Da um Zölle, um Dienstleistungen geht es da, um klein- und mittelständische Unternehmen, um Schutz des geistigen Eigentums, um Fragen der Beschaffungspolitik. Also diese Teams setzen sich zusammen und benutzen erstmal die ersten Runden, um genau zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich bei euch, wie funktioniert das bei uns, wo haben wir da gemeinsame Punkte, wo überschneiden wir uns. Und dann beginnt man seine eigene Position zu definieren, und zwar als Vertragstext, den entwickelt man dann, bringt die in die Verhandlungen ein, das macht die andere Seite auch. Und dann beginnt man sozusagen mit diesen zwei Texten so langsam diese beiden Texte zusammenzufügen, und da beginnen die eigentlichen Verhandlungen. Wollen wir hier eigentlich das Gleiche? Haben wir hier große Unterschiede? Wo sind eigentlich die Überschneidungspunkte? Wo sind die Differenzen? Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt in den meisten Bereichen, dass jede Seite ihren Vertragstext, ihren eigenen Entwurf eingebracht hat. Auch hier in Klammern. All unsere Texte sind im Internet nachlesbar für die verschiedenen Bereiche. Und technisch gesehen ist jetzt die Arbeit nicht nur der Juristen, sondern auch der Teams, eben dann diese Masse jetzt weiter zu verhandeln.
Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wichtige politische Entscheidungen getroffen werden müssen, aber und das hängt natürlich immer so davon ab, wo man gerade ist jetzt bei den verschiedenen Themen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ja ein Thema, das sicherlich heute auch nochmal aufkommen wird, in der Regulierungszusammenarbeit beispielsweise. Da wollen wir in ganz spezifischen Sektoren gucken, können wir hier Erleichterungen schaffen, ohne unsere Standards abzubauen, nämlich da, wo wir Doppelungen haben, da, wo wir genau das Gleiche wollen, das ein bisschen unterschiedlich machen. Ja, und das ist natürlich sehr viel technische Arbeit, da müssen die Regulatoren zusammengebracht werden, da muss man sich genau angucken, wie sieht das aus bei euch und bei uns. Und das sind so die verschiedenen Punkte. Jetzt, wenn ich Ihre Frage gleich vorwegnehmen darf, wie lange dauert sowas noch? Hätte ich zum Schluss gestellt, aber bitte. Dann kann ich es auch vielleicht bis zum Schluss aufheben. Okay, lassen Sie es das hinterher machen. Günther, wie überrascht sind Sie, dass plötzlich ausgerechnet in Deutschland eine hitzige Debatte entsteht, wie sie in keinem anderen europäischen Land in dieser Intensivität geführt wird? Ja, insgesamt ist das schon ein bisschen überraschend. Worauf führen Sie das zurück? Womit hängt das zusammen? Ja, also ich wäre Hellseher, wenn ich das alles wüsste. Und es gibt wahrscheinlich nicht nur einen Grund, gibt sehr viele Gründe dafür. Aber es überrascht, dass es nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch in Österreich und in Luxemburg. Ja. Und da gibt es irgendwas, was diese drei Länder anscheinend gemeinsam, also wo dieses Thema so kontrovers aufgekommen ist. Aber es geht auch nicht darum, hier irgendwie Analyse zu betreiben, warum ist die Debatte schwierig, sondern dass man einfach versucht, lassen Sie uns doch mal von der manchmal sehr emotional geführten Debatte einfach mal auf die Grundlage der Tatsachen zurückkommen. Lassen wir uns mal gucken, was haben wir da eigentlich in der Vergangenheit gemacht, was haben wir gesagt, was wir als Kommission auch in TTIP machen wollen und dann einfach mal durcharbeiten, sind diese Ängste oder Perzeptionen, die da vorgetragen werden, sind die eigentlich gerechtfertigt oder nicht? Dankeschön. Herr Lex, wir gehen jetzt ins Praktische über. Sie führen ein kleines Unternehmen, hoch spezialisiert stellen Zulieferteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie her. Sie sind in Miesbach zu Hause, in der Nähe von München. Und was haben Sie mit TTIP zu tun? Nehmen Sie das Mikrofon bitte. Ist schon eingeschaltet, ja. Sie haben mich ja eingangs schon mal gefragt. Also wir exportieren so gut wie nichts direkt in die USA und wir kaufen auch nur sehr eingeschränkt aus den USA Normteile oder sowas ein. Wenn wir was exportieren, übernehmen das unsere Kunden. Also von der Seite her, von der Produktseite her, sind wir eigentlich sehr wenig betroffen. Und ich muss auch sagen, ich kenne viele Standards, die gleichmäßig, gleichberechtigt nebeneinander laufen. Ich könnte mir das jetzt bei TTIP zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man technische Standards gleichberechtigt laufen lässt, die von beiden Seiten anerkannt werden. Das ist in der Luftfahrt eigentlich gang und gäbe, in der Raumfahrt auch, wobei in der Luftfahrt die US-Normen dominieren. Wo es uns betrifft, ist einfach als Erzeuger, als herstellender Kleinbetrieb. Ich befürchte zum Beispiel, also wir nehmen an öffentlichen Ausschreibungen teil, ich befürchte einfach, dass wir bei öffentlichen Ausschreibungen verschärfte Konkurrenzsituation haben. Also wir werden gerade im Raumfahrtbereich vielleicht dann mit Firmen, die für die NASA zuliefern zum Beispiel, konkurrieren müssen, die wiederum vielleicht dann ihre Teile in Mexiko fertigen lassen. Ähnliches ist schon passiert durch die EU-Angleichung. Also die Regulierungen der EU haben im Ausschreibungswesen in unseren Bereichen bewirkt, dass wir jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren Konkurrenz aus Tschechien und Ungarn haben. Und das Problem ist tatsächlich, dass auch wenn unser Ruf hervorragend ist, der Preis letztlich entscheidet. Also die Wissenschaftler, die irgendein Projekt betreuen, müssen trotzdem ihren Einkaufsmenschen klar machen, warum jetzt eine Firma aus Deutschland von mehr als 10% mehr kostet als eine aus Bulgarien. Mit irgendwelchen Qualitätsversprechen oder so ist der Einkauf da nicht so einfach zu überzeugen. Und so wird es halt dann noch schärfer werden, wenn wir dann
zum Beispiel mit mexikanischen oder kanadischen Firmen konkurrieren müssen, die eben über den Umweg TTIP und NAFTA dann mit uns. Können wir das versuchen, mal ein bisschen zu konkretisieren? Fällt Ihnen ein bestimmtes Teil ein, das Sie herstellen, das der Wettbewerb auch sehr gut herstellen könnte? Und beschreiben, wo dann genau das Problem anfängt. Denn zum Beispiel die Maschinen, mit der Sie Ihre Teile herstellen, spielen ja in dem Zusammenhang eine große Rolle. Erklären Sie es uns bitte. Also ich könnte jetzt mehrere Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel momentan ein aktuelles Projekt. Das sind Teile für die DLR, also die Deutsche Luft- und Raumfahrt. Das war auch eine öffentliche Ausschreibung. Allerdings haben wir den Auftrag nur bekommen, weil unser Renommee in dem Bereich, in dem das Projekt läuft, eben hervorragend ist. Made in Germany funktioniert. Genau, made in Bayern. Made Bavaria funktioniert. Okay. Das Projekt hat die DLR selber entwickelt und zeitlang auch die Teile selber gebaut. Irgendwann wurde das so erfolgreich, dass es für Moraba trägt sich also finanziell fast selber. Und irgendwann war es eben so erfolgreich, dass die DLR einfach kapazitätsmäßig nicht mehr in der Lage war, das zu erschlagen und hat es nach außen vergeben. Inzwischen haben drei verschiedene Firmen an dem Projekt, also haben die, ich kann nicht genau sagen, um was geht, weil das ist auch Geheimhaltung, aber die Teile, um die es geht, haben drei verschiedene Firmen inzwischen hergestellt und bei keiner einzigen Firma war die Qualität so gut, wie die DLR-Qualität damals war. Jetzt sind die eben zu uns gekommen, wir sind jetzt die vierte Firma, die sich daran versucht. Die drei Firmen, die vorher im Vorfeld das gemacht haben, waren natürlich alle wesentlich günstiger als die DLR-Kosten waren und auch zum Teil günstiger als unser Preis jetzt momentan ist. Auf was ich raus will, es hat dreimal bei vergeblichen Versuchen über mittlerweile fast 10 Jahre immer der Preis geschlagen. Es wurde nie nach dem besten Zulieferer gesucht und es gibt Ausschreibungsverfahren, ich glaube in Frankreich ist das so üblich, da nimmt man immer den mittleren Preis. Bei uns ist so, da wird der günstigste Preis erstmal von jedem Einkauf, ob das im öffentlichen Einkauf ist oder in einer wirtschaftlichen Firma, da wird der günstigste Preis genommen und dann müssen andere erstmal erklären, warum das jetzt vielleicht nicht das Beste wäre. Und wenn jetzt natürlich da Anbieter aus Mexiko dazu kommen, die vielleicht für $2 in der Stunde arbeiten, dann wird es natürlich noch schwieriger. Und wenn die dann sagen, ja, wir beliefern zum Beispiel die NASA, dann, ich sehe schon, sie zucken hinten schon. Es ist halt einfach eine Befürchtung, dass sich die Konkurrenzsituation verschärft. Es mag auch sein, dass sich die Konkurrenzsituation in Qualitätsdingen verschärft. Also es mag nicht nur der Preis sein, also es kann auch sein, dass einfach andere Firmen, die die NASA beliefern, direkt beliefern und irgendwo in Houston ansässig sind, vielleicht auf dem gleichen Preisniveau fertigen wie wir, aber vielleicht andere Qualitätsstandards anbieten können. Das heißt nicht, dass das Endprodukt bessere Qualität aufweist, sondern dass die Standards eben dann mehr dem entsprechen, was sich der Kunde erwartet an Dokumentation. Jetzt muss man dazu sagen, also diese Teile, die Sie fertigen, das ist ja keine Massenware. So, das heißt, Standards festzulegen, so ein Teil für die Raumfahrt, für die Luftfahrt muss ganz bestimmten Normen entsprechen und so. Wenn es etwas gibt, wo Sie einen Auftrag bekommen, wir würden gerne eine Rakete auf den Mond schießen und da fehlt uns noch ein Teil dazu, kannst du probieren, das etwas leichter zu machen oder ja, wie soll man denn dann da Normen dazu festlegen? Das ist ja etwas schwierig. Ja, also da werden keine Normen festgelegt. Genau. So, das heißt, jetzt mache ich mal den Umkehrschluss, es gibt zu TTIP mindestens ein Dutzend Untersuchungen, alle sehr fundiert und die Hälfte davon sagt, es geht alles schief, die andere sagt, es wird alles toll für uns laufen. Unter anderem eine Zahl finde ich ganz interessant. Man geht also davon aus, dass für sogenannte Nischen-Champions, dazu zähle ich sie, mittelständische Nischen-Champions, da gibt es 1600 davon in Deutschland,
mit einem Zuwachs von ungefähr 2,6% im Mittel rechnen können. Sehen Sie das auch so? Nein, also ich bin grundsätzlich in meiner Größe kein Fan von Prognosen. Also wenn mich einer fragt, wie sieht nächstes Jahr meine Geschäftssituation aus, so muss ich sagen, irgendwie ähnlich wie in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt. Also Prognosen gebe ich ungern ab und ich nehme sie auch nicht so ernst. Je länger der Zeitraum, desto mehr ist das Ganze eigentlich Fantasie. Ich glaube jetzt ganz ehrlich gesagt, dass von TTIP hauptsächlich die Konzerne profitieren werden. Ich glaube, dass wir Mittelständler, dass kleine und mittlere Unternehmen grundsätzlich mehr Schwierigkeiten haben, mit neuen Anforderungen zurechtzukommen. Und ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass irgendeine Firma in meiner Größe, sagen wir, irgendeine Firma zwischen 1 und 1000 Angestellten auf die Idee käme, den amerikanischen Markt zu durchforsten, ob irgendwo gegen die Freihandelsbestimmungen verstoßen wird, ob von mir aus Boston eine Ausschreibung laufen hat, in der regionale Anbieter begünstigt werden. Also da wird eine Baufirma aus München mit 100 Angestellten nicht auf den Gedanken kommen, selbst wenn sie das wüsste, da irgendein Schiedsgericht anzurufen. Aber Sie könnten dazu Frau Dr. Meyer beauftragen, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, aber das auf die Idee käme ich normalerweise nicht mal. Aber ein großer Konzern, der wird da sehr wohl aufmerksam zuschauen. Jetzt gibt es aber auch die These aus einem der unzähligen Untersuchungen, die Kleinen profitieren im Schatten der Großen. Ich weiß nicht, ob Sie den Bericht im ZDF, glaube ich, vorgestern gesehen haben. ARD, Montagabend. Genau, ja. Da ging es hauptsächlich um die Auswirkungen von NAFTA. Und da hat man halt gesehen, also gerade so im Speckgürtel von Detroit, die Zulieferer für die Automobilindustrie, die sind angeblich laut dem Bericht alle ziemlich in die Knie gegangen, weil die Konkurrenz aus Mexiko so stark wurde. Die Billigkonkurrenz aus Mexiko und dass eben viele Zulieferer, da fuhren die dann auch spazieren und haben sich da die Airbag-Hersteller und so angeguckt, bei denen die Leute eben dann für $2 in der Stunde oder für $10 am Tag, je nach Qualifikation, arbeiten. Warum soll uns das nicht auch passieren? Warum soll zum Beispiel ein Autozulieferer nicht die gleichen Probleme bekommen wie die Zulieferer da in Detroit? Sie haben Ihre Sorgen und Nöte beschrieben. Vielen Dank, wir kommen gleich drauf. Herr Günther, ich glaube, Sie wollen gleich was dazu sagen. Na, ich möchte Herrn Lex eigentlich beruhigen, gerade was die Beschaffungspolitik oder die Ausschreibungen anbelangt. Heute ist der europäische Markt ist eigentlich der offenste der Welt. Ja, wir sind Mitglied in verschiedenen Abkommen der WTO, dem sogenannten GPA, und haben da sehr weitgehende Verpflichtungen, sind da eingegangen. Und ich glaube, man kann ohne Zögern behaupten, wir sind der offenste Markt der Welt. Jetzt muss ich es ganz vorsichtig formulieren, weil Bill hier auch sitzt. Die Amerikaner sind vielleicht nicht ganz so offen und wir würden uns wünschen, dass der amerikanische Markt ein bisschen offener werden würde, um genau an den Ausschreibungen auch teilnehmen zu können. Und das geht da um die Kleinen und die Großen, die heute in vielen Bereichen eben noch nicht am amerikanischen Markt teilnehmen können. Also da, glaube ich, kann ich Sie beruhigen, da geht es weniger um mehr Konkurrenz hier, als vielmehr auch mehr Konkurrenz vielleicht in den USA. Also das ist ein sehr offensives Interesse aus unserer Perspektive. Jetzt könnte ich noch zu vielen anderen Punkten was sagen, aber ich habe ja schon geredet. Danke. Herr Thomé, ich fand das interessant, in der Vorbereitung zu lesen. Sie werden in einem Artikel, in einer TTIP-Runde zitiert mit den Worten: Wir wollen und brauchen TTIP, aber nicht um absolut jeden Preis. Und weiter: Im amerikanischen Geschäftsleben ist Ethik nur marginal vorhanden. Worauf haben Sie da angespielt, auch mit marginal vorhanden? Den zweiten Teil kenne ich auch gar nicht. Also ich glaube, der stammt. War ein Zitat. Der stammt nicht von mir. Also okay. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wo Sie es haben oder wie das vielleicht paraphrasiert worden ist. Nun ja, also Wachsamkeit ist natürlich vonnöten. Jede Vertragsverhandlung, zumal eine Vertragsverhandlung von dieser Dimension, von dieser Bedeutung. Und wir nehmen ja auch wahr, dass jedenfalls
anfänglich die öffentliche Brisanz, die Bedeutung, die Aufmerksamkeit, die diesem Thema zuteil wird, völlig unterschätzt worden ist. Übrigens auch von mir persönlich, um das mal ganz offen zu bekennen. So, und weil dies so ist, weil die öffentliche Wachsamkeit so ungeheuer gewachsen ist bezüglich dieses Themas, weil aber auch die Bedeutung, die Dimension, und der Lex hat ja auch gewisse Vorbehalte und Befindlichkeiten gerade eben formuliert, vorhanden ist, weil aber natürlich auch die Verhandlungsseite auf der anderen Seite des Atlantik ihre Interessen hat, völlig legitime, berechtigte Interessen hat und diese verteidigen will, weil auch dort die wirtschaftlichen Konditionen andere sind, auch andere Größen bei den Unternehmen vorhanden sind, ist es angebracht, hier wachsam zu sein und genau zu überlegen, welche Interessen sind die unseren, sind die spezifisch deutschen oder auch die europäischen, im Vergleich manchmal diametral zu amerikanischen. Völlig berechtigt sich das mal genau anzuschauen, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein. Aber uns muss natürlich auch klar sein, Verhandlungen sind immer ein Geben und Nehmen. Es ist immer die Frage, was sind nun unsere Interessen, unsere Linien, die wir nicht zurückgehen wollen. Wo können wir aber auch mal bereit sein, etwas zuzugeben, etwas nachzulassen, und darauf bezogen sich jedenfalls der erste Satz des Zitates, das Sie angebracht haben. Der zweite, wie gesagt, meine ich, ist vielleicht eher eine Paraphrase und etwas, was ich so nicht jedenfalls bewusst gesagt haben wollte. Sie sitzen als Experte hier unter anderem auch für den Bereich Digitalisierung, aber eben auch, weil Sie als Bundestagsabgeordneter in den Jahren 2009 bis 2013 auch den stellvertretenden Vorsitz für den Unterausschuss Europarecht hatten. Herr Thomae, haben Sie in dieser Zeit, oder wenn Sie heute im Netz oder in der Presse lesen, da gibt es durchaus EU-Abgeordnete, die mokieren sich darüber, und jetzt kommen wir zu diesem Bereich Intransparenz, wie schwierig es für den einzelnen Abgeordneten angeblich ist, Einsicht in Dokumente zu bekommen, welchen Prozederen er sich unterziehen muss. Haben Sie das in der Zeit 2009 bis 2013 so wahrnehmen können? Naja, da lief ja die Verhandlung noch gar nicht. Wenn man mal einen Blick jetzt zurückwirft, wie kam es zu der jetzigen Situation? Es ist schon erwähnt worden von Herrn Generalkonsul Möller, oder war es ja von Südo, dass Deutschland 130 Freihandelsabkommen weltweit gezeichnet hat und daran teilnimmt. Das ist ja nichts völlig Neues, Ungewöhnliches, das ist keine Novität. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch Bemühungen, weltweit Handelsbarrieren abzubauen. Ich sage nur die Doha-Runde der WTO, die aber mittlerweile stecken geblieben ist, vielleicht auch endgültig als gescheitert angesehen werden muss. Sie ist meines Wissens seit 2009 oder so nicht mehr zusammengetreten. Ob da jemals ein Fortkommen zu erwarten ist, da muss man skeptisch sein. So, und dieses auch wenn ein paar Bestandteile TRIPS-Abkommen zum geistigen Eigentum schon Erfolge waren, aber insgesamt global umfassend zum weltweiten Abbau von Handelshemmnissen im Rahmen der Doha-Runde der WTO weiterzukommen, das ist irgendwo mal stecken geblieben und im Sande verlaufen. So, und die Situation, die gab natürlich Wind unter die Flügel denen, die sagten, wir müssen halt sehen, dass wir bilateral oder auf europäischer Ebene multi- oder plurilateral weiterkommen. Und gleichzeitig gab es Bemühungen auf pazifischer Seite von Seiten verschiedener amerikanischer Staaten und ostasiatischer Staaten in einer transpazifischen Partnerschaft TTP auch ein Freihandelsabkommen zu verhandeln, das jetzt, soweit ich weiß, ziemlich weit oder sogar schon ausverhandelt ist und vor dem Abschluss steht. Das ist das eine. Und da lag es nahe zu sagen, wir wollen sowas auch. Wir müssen auch mal überlegen, wie wir europäisch mit Kanada und den USA, Kanada begann schon etwas früher, ist glaube ich jetzt 5 Jahre ungefähr in der Verhandlung und ja auch schon zu Ende verhandelt, da gibt es einen Anlass, jetzt hier das auch mit den USA anzunehmen. Und diese Vorberatungen begannen im Deutschen Bundestag, die parlamentarisch begleitenden Verhandlungen begannen im Bundestag Ende 2012. Also ich entsinne mich persönlich, dass Ende 2012, das ist vielleicht auch für die Münchner interessant, ein Münchner Abgeordneter, Rainer Stinner, damals auch als Mitglied der Atlantikbrücke, der ich auch angehörte, diese Vorberatung begleitet durch einzelne Foren und Gespräche, die damals wenig Aufmerksamkeit von öffentlicher Seite hatten. Das war nicht geheim oder so. Dazu war jeder eingeladen, wenige erschienen. Auch die Öffentlichkeit nahm das, auch die Medien nahmen das kaum wahr. Da hatte ich schon das Gefühl, dass jedenfalls von unserer Seite auch die Bedeutung, vielleicht nicht die öffentliche Brisanz, das räume ich ganz offen ein, aber die Bedeutung eines solchen Abkommens, das nun keines ist, wie sagen wir mal mit einem kleinen Markt, schon deutlich geworden ist. Und dann begannen ja etwa im
Ja, Juli, sagten Sie, Herr Güll, im Juli begannen dann die Verhandlungen. So, warum war das so? Auch das muss man wissen, es handelt sich um ein gemischtes Abkommen für einzelne Teile, aber eine Minderheit der Teile besitzt die EU die eigene Zuständigkeit. Aber nach dem Prinzip der begrenzten Zuständigkeit der Europäischen Union kann die EU eben nicht alles allein verhandeln. Deswegen müssen die einzelnen 28 Mitgliedstaaten der EU ein Verhandlungsmandat erteilen. Und genau darum ging es. Das waren diese parlamentarischen Vorberatungen, in der wir das Verhandlungsmandat, das die Bundesregierung zu formulieren begann, parlamentarisch begleitet haben. Das muss das Parlament nicht, aber da das Parlament ja am Ende ratifizieren, also zustimmen muss, ist es immer sinnvoll, schon frühzeitig das Parlament einzuschalten. So, und das waren diese parlamentarischen Vorberatungen, die damals unter verschiedenen Ausschussmitgliedern stattfanden. So kamen wir da ins Spiel und so kamen wir dazu. Also das war jetzt nicht so, dass wir da eine besondere Geheimdiplomatie an den Tag gelegt haben, sozusagen gegen Wilsons Punkte, gegen Geheimverhandlungen. Nein, also natürlich war klar, wer verhandelt, worüber und wann und wo. Das war schon alles klar, aber das haben wir versucht, dann eben parlamentarisch zu begleiten, auch die Öffentlichkeit damit zu erreichen. Aber das Interesse war damals noch nicht so groß. Das begann eigentlich erst übrigens nach der Bundestagswahl, etwa November 2013. Da begann dann die Öffentlichkeit wahrzunehmen, dass verhandelt wurde, worüber verhandelt wurde, unter genau der Trias, die Herr von Sydow auch schon angesprochen hat. Das Thema also Geheimverhandlungen, das Thema Schutzstandards, Stichwort Chlorhühnchen war damals noch, vielleicht heute nicht mehr so, wollen das Thema. Ja, aber war damals der große Aufreger, jedenfalls bei uns in der Öffentlichkeit. Und das Thema private Schiedsgerichtsbarkeit unter der Rubrik geheime Justiz. Also das waren, und Herr von Sydow hat es eigentlich schon genau formuliert, das waren genau die Themen, an denen ein öffentlicher Aufstand losbrach. Und zum Teil auch zu Recht. Also es ist ja nicht so, dass das alles völliger Unsinn wäre. Das sind genau die Punkte, die man mal genau anschauen muss, was da geschieht, wie verhandelt werden muss, damit es in die richtige Richtung läuft. All diese Punkte können ins Negative oder ins Positive gewendet werden. Und von daher ist es auch nicht schlecht, dass in dieses Abkommen, und das ist ein ganz neues Transparenz gekommen, dass die Öffentlichkeit sich erstmals für so etwas interessiert. Das ist nicht schlecht. Herrn Gülder kann ich das nicht fragen, Frau Dr. Mayer auch nicht, Herrn Lex vermutlich auch nicht, aber Sie kann ich das fragen. Kann das sein? Kann das nicht von also, dass hier politisches Kalkül eine Rolle spielt, dass eine ganz politische Strömung ein Thema aufgreift, thematisiert, zum Wahlkampfthema macht und dass natürlich auch das Verhalten der Bundeskanzlerin, das anfänglich sehr zögerliche Verhalten der Bundeskanzlerin, eine solche Debatte dann auch befeuert? Im Wahlkampf 2013 spielt es nach meiner Erinnerung keine Rolle. Soweit ich mich entsinnen kann, und ich glaube, dass ich mich da richtig entsinne, begann nach der Bundestagswahl der, sag ich mal, öffentliche Aufstand gegen TTIP. Soweit ich mich entsinne, war das erst Oktober, November erst 2013. Also es war nach meiner Erinnerung kein gelungenes Wahlkampfthema. Das ist nicht meine Erinnerung. Ich möchte nachher bei Ihnen nochmal auf die Digitalisierung zu sprechen kommen. Frau Dr. Mayer, können Sie uns bitte einen juristisch-geschichtlichen Zusammenhang herstellen? Wenn wir heute über diesen, nach meinem Dafürhalten, größten Streitkomplex, dieses Schiedsgerichtsverfahren diskutieren, dann sollten wir vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland bereits 1959 ein erstes Handelsabkommen geschlossen haben. Können Sie uns erzählen, was da passiert ist und warum das gerade heute noch von größter Relevanz ist? Ja, Herr Steinmeier, das ist richtig. 1959 hat die Bundesrepublik das erste bilaterale Investitionsschutzabkommen abgeschlossen mit Pakistan. In den einleitenden Worten hat Herr von Sydow gesagt, wir sind Weltmeister im Außenhandel, das ist richtig. Weltmeister sind normalerweise auf der Welt gern gesehen, aber man darf nicht vergessen, wenn ein deutscher Investor irgendwo investiert, sei es in Pakistan, ist man erstmal Ausländer. Man ist fremd in diesem Gastland und man genießt nicht dieselben Rechte wie ein Einheimischer. Das ist weltweit einfach ein Faktum. Und da kommt der Investitionsschutz ins Spiel und stattet die Investoren mit Grundrechten aus, die es ermöglichen, erstmal die gleichen Rechte wie einheimische Unternehmer zu bekommen.
Vor der Zeit der Investitionsschutzabkommen sah die Konstellation wie folgt aus. Ein Unternehmen ist mutig, investiert irgendwo in einem fremden Land, es passiert irgendetwas, meistens sind es Enteignungen gewesen. Und dann hatte man kaum Möglichkeiten, gegen das Gastland vorzugehen. Man konnte vor den örtlichen Gerichten den Staat vielleicht verklagen, aber was hat das für eine Chance? Es ist ein David gegen Goliath-Spiel und der David sind dort die Investoren. Man hat meistens dann zu diplomatischen Mitteln gegriffen, dergestalt, dass halt der Investor die eigenen Diplomaten eingeschaltet hat, die dann halt mit den Diplomaten des Gastlandes konferiert haben, um zu versuchen, eine Lösung zu finden. Und der Investitionsschutz, so wie er 1959 erstmals mit Pakistan vereinbart worden ist, hat dann eine Innovation gebracht, dergestalt, dass der Investor selbst ein Recht hat, Rechtsstreitigkeiten zu führen gegen das Gastland und das vor einer neutralen Instanz, die halt losgelöst ist von der Jurisdiktion und von den Gerichten dieses Gastlandes. Jetzt können wir ja nun vieles behaupten, aber mit Sicherheit nicht, dass gerade in den USA und auch bei uns in Europa, dass das unterentwickelte Regionen sein und beide verfügen über Justizsysteme, die wirklich zu den stabilsten der Welt gehören. Woher kommt das Misstrauen? Ich denke, das Misstrauen liegt daran, dass die Schiedsgerichte in eine Ecke gestellt wurden, wo man sagt, das ist völlig intransparent, man weiß gar nicht, was da passiert, wer die Schiedsrichter sind, die wollen nur Geld machen. Und das ist halt eine, wie ich finde, sehr verfehlte Diskussion. Herr Möller hat gesagt, gerade die USA sind geprägt durch NAFTA, ein Vorreiter in Transparenz. Schiedsverfahren können völlig transparent sein, indem Schriftsätze ins Internet gestellt werden, indem mündliche Verhandlungen öffentlich stattfinden. Ich selbst kenne ein Beispiel, wo eine mündliche Verhandlung in einer Turnhalle stattgefunden hat, weil so viele Menschen daran teilnehmen wollten. Es werden auch insbesondere NGOs partizipieren können. Es ist Standard, dass Greenpeace oder andere Umweltverbände Schriftsätze einreichen, um ihre Meinung zu sagen. Die Schiedsrichter haben das ehrlich gesagt sehr gerne, weil sie natürlich auch diesen Blickwinkel gerne mal lesen und mitberücksichtigen. Das Problem ist, dass heute gerade die Staaten häufig sagen, wir möchten nicht, dass Dinge veröffentlicht werden. Schon jetzt wäre es möglich zu sagen, wir stellen mehr ins Internet, wir machen mehr öffentlich. Ich will es jetzt nicht nur sagen, es sind immer die Staaten, aber doch in einem sehr großen Bereich die Staaten, die einfach sagen, wir möchten es lieber ohne Teilnahme der Öffentlichkeit. Sie haben NAFTA eben angesprochen. NAFTA läuft seit 20 Jahren und es ist unstrittig, bei NAFTA sind Fehler gemacht worden, auch im Bereich dieser Schiedsverfahren. Was können wir denn aus diesen Erfahrungen profitieren? Was können wir besser machen? Ich denke, TTIP sollte eine Chance dafür sein, die Fehler oder Missstände, die es überall gibt, auch sicherlich im Investitionsschutz anzugehen und punktuell zu verbessern. Können Sie konkret 2, 3 benennen? Es sind beispielsweise die Investitionsstandards unklar. Ja, weil man hat Regelungen, die für eine Vielzahl von Fällen gelten müssen. Und wenn man dort präziser ist, was ist es denn, wann hat man einen Anspruch darauf, Schadensersatz zu bekommen, das zu definieren, unter welchen Voraussetzungen denn Ansprüche bestehen, das wäre jetzt eine Chance für TTIP und richtig Vorreiter zu werden, ein angemessenes, modernes Schutzniveau zu schaffen, was dann halt auch wirklich als Vorbild für den Rest der Welt dienen kann, weil wir haben sicherlich sehr viele deutsche und europäische Investoren, die weltweit einen Investitionsschutz brauchen. Und wir können es uns nicht leisten, zu sagen, im Verhältnis der USA verzichten wir jetzt darauf. Aber wenn wir mit südamerikanischen Staaten verhandeln, dann wollen wir den Schutzstandard wieder haben. Gut, bevor wir, es gibt ja eine neue Entwicklung, es gibt einen neuen Vorschlag, da gehen wir nachher drauf. Ich würde Sie aber gerne noch fragen, Frau Dr. Meyer, können Sie die Sorgen und Nöte von Herrn Lex verstehen? Und könnten Sie ihm helfen? Ja, also ich denke,
Wettbewerb, klar, kann offener werden. Ich sehe es auch so, dass wahrscheinlich der Wettbewerb in den USA zunehmen wird, weil meiner Wahrnehmung nach ist es heutzutage für deutsche Unternehmen recht schwierig, im US-amerikanischen Markt in Ausschreibungsverfahren zum Zug zu kommen. Umgekehrt haben eigentlich die Amerikaner schon jetzt sehr viel Zugang zu europäischen Ausschreibungsverfahren, auch Ausschreibungsverfahren im Rest der Welt. Ich glaube kaum, dass es da eine Klagewelle geben wird, dass halt ein amerikanischer Großkonzern, der nun mal guckt, in welcher Ausschreibung ist denn ein Fehler gemacht worden, und dort erhebe ich eine Klage. Klagen gibt es in relativ wenigen Fällen. Die meisten Streitigkeiten sind gütlich gelöst. Und es muss ein wirklicher Extremfall sein, der ein Unternehmen dazu bringt, zu sagen, ich investiere viel Geld, viel Zeit, viele Ressourcen in einen doch sehr unsicheren Rechtsstreit. Das möchte kein Unternehmen, deswegen wird kein Unternehmen auch suchen nach Fehlern. Die haben alles andere zu tun, ja? Die sind mit ihrem eigenen Geschäft schon gut beschäftigt. Und man darf auch nicht vergessen, dass es keinesfalls so ist, dass die Mehrzahl dieser Schiedsverfahren gigantische Millionenforderungen für die Investoren bestätigen. Es gibt Statistiken, die besagen, dass auch wenn ein Schiedsverfahren läuft, ungefähr ein Drittel der Fälle noch gütlich verglichen wird, wo sich dann der Investor und der Staat einigen. In 43% der Fällen gewinnt der Staat. Und nur der verbleibende Anteil ist etwas, wo die Investoren sich durchsetzen und vielleicht auch noch nicht komplett. Da mag ein Investor 20 Millionen verlangen, kriegt aber vielleicht nachher 2. Und dafür zu riskieren, immense Geldsummen und immense Ressourcen in einen Rechtsstreit zu ballern, das macht niemand. Herr Lex, wären Sie bereit, Geld zu investieren in einen Rechtsstreit? Frau Dr. Meyer würde Sie dabei unterstützen. Das würde nicht ganz billig werden. Und die Garantie auf den Ausgang würde Ihnen Frau Dr. Meyer bestimmt auch nicht geben können. Ja, also es gäbe zwei Gründe, warum ich mich in so einen Schiedsstreit einlassen würde. Das eine wäre Geldgier, wenn die Frau Dr. Meyer zu mir käme, würde mir sagen, du lass dich da nicht bescheißen von denen, dann machen wir jetzt die Kohle, ich helfe dir, das wäre vielleicht ein Grund. Der zweite Grund wäre, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, meine Investitionen Bach runtergehen würden und sie wäre mein letzter Anker und würde sagen, also wir haben eine gute Chance, man muss noch mal was riskieren, aber wenn Sie das nicht riskieren, dann ist auch alles weg. Alex, Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Das, Frau Dr. Meyer, ist Ihre letzte Rettung. Aber Sie würden schon gerne das Geld vorab bekommen, Frau Dr. Meyer, schätze ich mal. Oder worauf ich hinaus will. Ein kleiner Mittelständler begibt sich in so einem Fall in ein absolut finanzielles Risiko. Ja. Aber, also ich nehme keine Vorkasse für die ganzen nächsten Jahre des Rechtsstreits, ja. Sie sagen schon Jahre, ja. Also damit ja, es dauert Jahre. Und ich werde auch wahrscheinlich nie sagen können, oh, hier können wir wirklich dick Kohle machen, weil, wenn das so ein klarer Fall ist, weiß das ja auch das Gastland und bietet auf dem Vergleichswege irgendwas an, damit wir dann auch den Streit vermeiden können. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Was gerade im Bereich der mittelständischen Unternehmen auch sehr interessant ist, es gibt Prozesskostenfinanzierer, die es ermöglichen, solche Prozesse zu führen. Das sind natürlich dann auch einzelfallabhängige Prüfungen und die erfordern wirklich, dass man einen starken Fall hat. Es wird nicht über was für einen Invest reden wir hier? Können Sie irgendeine Zahl nennen? Also der Herr Lex beschäftigt 10 Mitarbeiter. Sagen wir mal, wir haben einen Streitwert von, weiß nicht, 1,5 Millionen Euro. Na gut, also es gibt schon Statistiken, die jetzt nicht nur meine Fälle sind, sondern halt weltweit analysieren, was Rechtsverfolgungskosten kosten. Und es ist häufig so, dass es schon in Millionenbeträge gehen kann. Ja? Da sprechen wir aber davon, dass zum Beispiel Chevron die ganze Ölförderung in Ecuador einstellen muss von einem Tag auf den anderen und es dort halt um wirklich gigantische Investitionsvolumen geht. Wenn die Fälle kleiner sind, die Summen kleiner sind, ist man da halt auch in niedrigeren Bereichen. Dankeschön. Herr Güllner, können Sie Herrn Lex verstehen?
Dass er das anstrengen möchte oder nicht anstrengen Nein, möchte? Was ihn umtreibt. Und dass letztendlich eine juristische Auseinandersetzung für ihn eigentlich gar nicht in Frage kommt. Na, also ihn treiben ja eine ganze Reihe von Dingen an. Ihn treibt die Konkurrenz an. Ja, das ist ja für einen Marktteilnehmer ist es natürlich immer eine Frage. Das ist in jedem Freihandelsabkommen, ich öffne meine Märkte, dadurch habe ich natürlich mehr Konkurrenz. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie schnell mache ich das, in welchen Bereichen mache ich das und will ich das auch? Das ist die eine Frage. Dann gab es ja die andere Frage zur Beschaffungspolitik, die haben wir auch schon besprochen. Und dann gibt es die Frage, die sie ja gerade eben aufgeworfen hat und die auch Frau Dr. Mayer gerade angesprochen hat. Was macht er denn eigentlich, wenn er 300 Millionen in eine neue Produktionsstätte investiert hat, egal in welchem Land, und auf einmal kriegt er einen Brief ins Haus und ist enteignet worden. So, dann möchte er zum Gericht gehen, und dann sagt das Gericht, ich bin noch nicht dafür zuständig, das ist alles in Ordnung gelaufen, du hast keinen Zugang zur Justiz. Das heißt, wenn ihm das Wasser hier steht und er weiß genau, wenn er diese Investition verliert, dann hat er ein Problem, dann hat er nämlich auch seine Heimatproduktion ist dann in Gefahr, weil er nämlich diese Verluste niemals wieder wettmachen würde. Und dann braucht er halt irgendein Instrument, wo er seine Rechte durchsetzen kann, und zwar nicht seine Rechte, die irgendwie auf Geldgier basieren, sondern seine Grundrechte. Und das ist die Idee des Investitionsschutzes gewesen. So, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht gleich mal, was macht man damit? Und wir haben halt ein System heute, wurde ja gerade eben beschrieben, das besteht schon seit 5 Jahrzehnten. Die europäischen Mitgliedstaaten haben 1400 von diesen Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Die gibt es schon alle, also das ist schon Realität heute. Heute schon kann ein chinesischer Investor die Bundesrepublik Deutschland verklagen. Also nur mal, um hier klarzustellen, wir schaffen da nichts Neues. Sondern die Frage ist, was macht man denn mit diesem System? Was macht man denn da? Man hat 3 Möglichkeiten. Man sagt entweder, wir belassen es beim Status quo. Und ich glaube, da sind wir fast alle uns einig hier auch in diesem Raum. Da muss man aber, das kann man nicht machen. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Man kann das ganze System abschaffen, weil man sagt, das ist ungerecht und das gibt irgendwie nur den Unternehmen neue Rechte. Das möchte ich nicht. Also Investitionsschutz grundsätzlich abschaffen. Dann haben wir aber solche Fälle, die wir gerade eben angesprochen haben. Und dann haben wir Fälle, die gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind, wie die Stadtwerke München zum Beispiel, die den Staat Spanien verklagen im Rahmen der Energiecharta-Vertrages, wo nämlich die spanische Seite Gesetze geändert haben und enorme Abschreibungen fällig geworden sind und sie haben keinen Zugang zum Rechtssystem bekommen. Also anscheinend sind diese Verfahren oder dieser Mechanismus ist für was gut. Jetzt gibt es also eine dritte Möglichkeit. Man schaut sich dieses Verfahren an, sagt, okay, wir wollen grundsätzlich dieses System haben, aber wir wollen es so haben, dass es gut funktioniert und dass es an den Punkten, wo es verbesserungsbedürftig ist, dass wir da nachbessern, also reformieren. Und genau das ist der Ansatz, den die Europäische Kommission verfolgt hat, seitdem sie die Zuständigkeit übertragen bekommen hat im Jahr 2009 im Lissabonner Vertrag. Und wie gesagt, wir gucken uns das alles an, was da bislang in diesen Verträgen steht, wie das ausformuliert ist. Und uns ist eine ganze Reihe von Bereichen aufgefallen, die nachbesserungsbedürftig sind. Und so haben wir das in einem Abkommen, das wir mittlerweile ausverhandelt haben mit Kanada, haben wir schon eine ganze Reihe von sehr bedeutsamen Änderungen eingeführt. Es ist sehr viel klarer, unter welchen Bedingungen der Investor überhaupt klagen darf. Das Recht des Staates, also um das auch nochmal klarer fest zu definieren, Durchführungsfragen, Transparenzfragen, Auswahl der Schiedsrichter und haben darüber hinaus gesagt, okay, wir haben jetzt diese erste Verbesserung, wir haben eine sehr lebhafte Debatte dazu, lassen wir uns doch mal angucken, gibt es noch andere Bereiche, wo wir darüber hinausgehen müssen. Haben dazu eine öffentliche Konsultation durchgeführt und haben 4 Bereiche identifiziert, wo wir noch einen Schritt weitergehen wollen. Ich erspare jetzt die ganze Liste, aber das sind Bereiche wie zum Beispiel eine Berufungsinstanz, sich nochmal zu überlegen, das gibt es heute noch nicht. Oder in der Auswahl der Richter nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Wie macht man das eigentlich? Sind das die Vertragsparteien oder sind das die Konfliktparteien? Welche Qualifikationen müssen die eigentlich haben? Und genau das ist der Vorschlag, den die Europäische Kommission vor wenigen Wochen, den Sie alle im Übrigen im Internet auch nachlesen können, auch auf Deutsch, gemacht hat als Konzept, wo also ganz klar beschrieben wird, was kann man da machen. Und den haben wir gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, und zwar mit allen und auch mit dem Europäischen Parlament besprochen und haben jetzt den Auftrag, das
in einen Gesetzestext erstmal zu übertragen, also auszuarbeiten, um die, um diese Debatte weiterzuführen. Also da stehen wir so in etwa jetzt in dieser Frage, grundsätzlich dieses System zu reformieren und genau auf diese Bedenken einzugehen, die oftmals in der Debatte vorgebracht werden. Dankeschön. Herr Thomae, ich greife nochmal Ihr Statement auf, wir wollen und wir brauchen TTIP. Wir sollten aber in dem Zusammenhang auch über ethische Aspekte sprechen. Wir gehen mal davon aus, wir unterschreiben TTIP in absehbarer Zeit und die Prognosen treffen mehr oder weniger alle ein. Die Amerikaner gewinnen, wir gewinnen, bei uns in Europa gewinnen vor allen Dingen die nordeuropäischen Staaten. Aber wo gewonnen wird, gibt es auch Verlierer. Und die Verlierer scheinen auch schon festzustehen. Südeuropa, der afrikanische Kontinent, wie gehen wir damit um? Ja gut, man kann jetzt sagen, die Summe aller Leistungsbilanzen weltweit ist immer gleich null. Wenn jemand gewinnt, muss ein anderer verlieren. Das, was einer einnimmt, muss ein anderer bezahlen. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Das ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Aber die Geschichte sehr vieler Freihandelsabkommen und auch Freihandelszonen zeigt, dass eine geschickte auch Arbeitsteilung, Verteilung der Möglichkeiten dazu führen kann, dass am Ende sehr viele davon gewinnen, dass insgesamt Standards, Lebensstandards auch steigen können. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Europäischen Union nun schon erleben können. Natürlich gibt es auch hier Staaten, die sich besser, schneller entwickeln, andere Staaten, die in Schwierigkeiten stecken, namentlich gerade jetzt auch, wie sich zeigt. Aber das, was hier ja intendiert ist, ist der Abbau von Schranken, die staatlicherseits errichtet werden. Also wenn beabsichtigt ist, Bürokratie abzubauen, das heißt also staatliche Hemmnisse zu beseitigen, dann bedeutet das, dass weniger Geld hängen bleibt, etwa bei Genehmigungsverfahren. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, den Handel dahingehend zu erleichtern, dass die Kosten, die entstehen, die Preise, die Verbraucher bezahlen, wirklich in erhöhtem Maße beim Unternehmen verbleiben, bei den Unternehmen und Arbeitnehmern und weniger eben verloren geht unterwegs beim Überkreuzen von Waren und Dienstleistungen, von Arbeitskraft, beim Überschreiten einer Grenze, weil dort Bürokratiekosten entstehen, die letztlich beim Staat verbleiben. Also das ist ja die Überlegung, die dabei besteht und das ist etwas, was allen helfen kann. Also wenn nun in einem Land mehr Wertschöpfung möglich ist, dann können davon auch die profitieren, die als Zulieferer beispielsweise aus etwa dem Olivengürtel Europas, aus den südlichen Mediterranen-Ländern dort zuliefern. Das kann also zum Wohle aller sein, weil weniger Bürokratiekosten die Gewinne, die bei den Unternehmen verbleiben sollen, abschöpfen. Also das kann eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Das ist die Intention des Ganzen. Kann, muss aber nicht. Das ist die Intention, das ist Ziel des Ganzen. Darauf hinzuwirken muss natürlich auch bei den Verhandlungen im Vordergrund stehen. Okay, ein anderer Aspekt, ich hatte es vorhin schon angekündigt, ich würde gerne von Ihnen hören, wenn es um diesen Bereich geistiges Eigentum geht, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung. Was haben wir da für Vorteile durch TTIP? Haben wir überhaupt Vorteile durch TTIP? Das geistige Eigentum ist letztlich eine Ausprägung unserer Wirtschaftsordnung, die das private Eigentum schützt und schätzt und wertschätzt und gewährt und garantieren soll. In unserem Zeitalter, in unserem Jahrhundert ist das geistige Eigentum, ich will mal sagen, das Regulativ, der Schlüssel zum Zugang zu Wissen, zu Bildung, Information, also mit das Wertvollste, was wir im Augenblick haben. Daten sind das Öl unseres Jahrhunderts, wenn Sie so wollen. Dort also zu überlegen, wie unsere Rechtskultur, in der Eigentum und eben auch geistiges Eigentum geschützt werden kann, das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diejenigen, die durch Kopfarbeit, durch geistige Schaffenskraft Werte schaffen, auch die Chance haben, für diese Arbeit vergütet zu werden. Völlig unbestritten, Herr Thomae, aber etwas konkreter. Wir haben ein Urheberrecht, in Amerika gibt es ein Copyright. Wie führen wir das zusammen?
Also das haben wir innerhalb Europas auch, dass wir verschiedene Systeme haben. Dass wir also auf, im kontinentaleuropäischen Raum das Urheberrecht, droit d'auteur in Frankreich haben und im angelsächsischen Bereich, also in England bereits und Irland, ein ganz anderes System, in dem beispielsweise das Urheberpersönlichkeitsrecht nicht in der Weise gewährleistet ist. Das ist der entscheidende Unterschied eigentlich. Also die Aufspaltung, die Aufspaltbarkeit und Verkehrsfähigkeit des gesamten Urheberrechts, des gesamten Copyrights im angelsächsischen Bereich und bei uns die untrennbare das Urheberpersönlichkeitsrecht verbleibt immer beim Autor. Das kennen wir auch in Europa, dass wir verschiedene Systeme haben, dass wir aber damit auch ganz gut leben können. Es kommt eben immer darauf an, welches Recht gilt nun. Gilt kontinentaleuropäisches Urheberrecht, droit d'auteur in Deutschland, in Frankreich, oder gilt Copyright in den USA, in England? Das Nebeneinander von Rechtssystemen mit verschiedenen Konstruktionen, das ist nichts völlig Ungewöhnliches, das kann auch so bleiben. Freihandelszone heißt nicht, dass alles eingeebnet wird, dass Unterschiede nivelliert werden, dass diese nicht bestehen bleiben können. Das ist nicht das Problem, um das es geht. Okay, dankeschön. Meine Damen und Herren, Zeit schreitet voran und am Ende, nahezu am Ende, müssen wir dann doch noch über eine Sache sprechen, bevor es dann scheitert. Kommt einer um die Ecke und sagt, bevor das jetzt überhaupt nicht funktioniert, dann lasst uns doch eine Einrichtung eines europäisch-amerikanischen Handelsgerichtshofes reden. Frau Dr. Meyer, ist das die Rettung, bevor alles platzt? Nein, sicherlich nicht. Das ist ein Vorschlag von Sigmar Gabriel, den er selber nicht ausgearbeitet hat. Ja. Ist egal. Wie ist das zu werten? Ich glaube, zum einen ist es unrealistisch, jetzt in dieser späten Verhandlungsphase mit so einem doch sehr großen Projekt zu kommen. Ich denke, es ist nicht sehr leicht umzusetzen. Es dauert Monate, wenn nicht gar Jahre, das auszuarbeiten. Und es ist auch kein Mehrwert. Es hört sich so gut an, dass wir einen internationalen Handelsschiedsgerichtshof oder wie auch immer haben. Aber dessen bedarf es nicht. Wichtig ist, dass hochqualifizierte Schiedsrichter die Streitigkeiten entscheiden, für die sie Expertise haben. Sei es im Hinblick auf betroffene Industrien, im Hinblick auf Sprachen, die eine Rolle spielen, im Hinblick auf Rechtsthemen, die eine Rolle spielen. Und wir wollen von Ihrer Expertise profitieren. Also der Vorschlag lautet ja zum Beispiel, dass dieser Handelsgerichtshof paritätisch besetzt wird. Ja? Also ein Drittel wird von der EU und den Mitgliedstaaten besetzt, ein weiteres Drittel von den USA und das letzte Drittel dann von beiden gemeinsam. Gehen wir mal davon aus, wir konstruieren drei Kammern und wir müssen jetzt für jede Kammer drei deutsche Richter benennen, die das im Kreuz haben. So, schaffen wir das? Erst einen Schritt zurück. Schon heute ist es so, dass der Investor einen Schiedsrichter auswählt, der Staat, das Gastland, einen Schiedsrichter auswählt und die beiden sich dann auf einen neutralen Dritten als Vorsitzenden einigen. Das heißt, dieses Konzept ist jetzt nicht neu. Das haben wir bislang. Wenn wir uns jetzt festlegen auf eine kleine Zahl an Schiedsrichtern, befürchte ich, dass wir keine genügend große Auswahl haben. Und die Frage ist auch, wer soll es machen? Sie haben es schon in Ihrer Frage ein bisschen angelegt. Woher nehmen wir die Leute, die sagen, ich mache jetzt hauptberuflich nichts anderes als diese Schiedsverfahren, spreche Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, um halt diese ganzen Dinge abdecken zu können, kenne mich mit allen Branchen aus und stehe dann dafür zur Verfügung. Hilfreich wäre vielleicht auch die Kultur des Landes, des Streitlandes auch zu kennen? Ja, das denke ich wäre ganz angemessen. Wir sprechen von einer Berufserfahrung von wie vielen Jahren? Es hängt nicht unbedingt an dem Alter. Es ist das, was man völkerrechtlich gemacht hat. Das sind halt schon, ich sag mal, 10, 15 Jahre sollte man schon mal in diesem Feld unterwegs gewesen sein, weil es ist halt eine sehr spezialisierte Materie. Und ein einfaches Beispiel, Ihnen allen sind sicherlich die Fälle bekannt oder die zwei Fälle, in denen die Bundesrepublik verklagt wurde. Da möchte man ja auch jemanden haben, der sich wahrscheinlich in der Energiewirtschaft auskennt, der Deutschland versteht, der irgendwie damit umgehen kann. Und es gibt diese Leute, die kann man sich aber auch frei auswählen. Da müssen wir nicht vorher irgendwelche Personen fest nominieren, damit dann nur die
eine Fülle von Fällen bearbeiten. Da gibt es zwei Lösungen. Entweder dauern die Verfahren dann ewig lange, weil diese Leute so viel zu tun haben, was dann wieder die Kosten hochtreibt, ja. Oder aber die Qualität leidet, weil gesagt wird, oh, wir haben jetzt hier eine Fülle von Verfahren, die müssen wir irgendwie bewältigen, also machen wir das jetzt mal husch, husch, Pi mal Daumen fertig. Das ist weder im Interesse des Staates noch des Investors. Also insofern, der Schiedsgerichtshof klingt auf den ersten Blick nach einem guten vermittelnden Vorschlag, ist aber, glaube ich, nicht die Lösung. Eins fand ich auch noch ganz spannend in dem Gabriel-Vorschlag, da steht dann auch drin, also diejenigen, die wir dann haben oder nicht haben, also vor allem die wir haben, die müssen dann auch noch einen Nachweis für ihre Unabhängigkeit und für ihre Unbefangenheit erbringen. Wie geht das? Das ist aber auch was gar nicht neu ist. Ja? Auch in der deutschen Zivilprozessordnung steht, Schiedsrichter müssen in erster Linie unabhängig und unbefangen sein. Das ist elementar wichtig. Und Sie waren schon des Öfteren Schiedsrichter. Ja. Wie haben Sie da Ihre Unabhängigkeit und Ihre Unbefangenheit nachgewiesen? Das ist ganz einfach. Ich schaue, ob ich oder meine Kanzlei mal irgendetwas mit den Parteien eines Rechtsstreits zu tun hatten. Und wenn das der Fall ist, mache ich den Fall nicht. Das sind einfache Compliance-Regeln, ja? Ja, es kann nicht sein, dass jetzt zum Beispiel ein Unternehmen zu mir kommt und sagt, ach, wissen Sie was, die letzten 5 Jahre, Sie waren ja immer unsere Anwältin, das ist ja auch gut gelaufen, jetzt haben wir da so ein Schiedsverfahren und jetzt sind Sie mal unsere Schiedsrichterin. Das geht nicht, aber das geht auch heute schon nicht. Es ist elementar wichtig, dass Schiedsrichter unabhängig und unparteiisch sind und wenn sie es nicht sind, gibt es das Mittel der Befangenheitsanträge. Ja, wenn ich jetzt heute dann sehe, der Schiedsrichter hat sich irgendwo abfällig geäußert über eine Partei oder was, dann gibt es Befangenheitsanträge und es gibt viele Fälle, in denen dann auch ein Schiedsrichter ausgetauscht wird. Also insofern, das ist ein sehr hohes Gut. Wir brauchen unabhängige Schiedsrichter, aber es ist nicht eine neue Idee. Dankeschön. Bevor wir Ihnen gleich die Gelegenheit geben, mit den Experten zu sprechen, Herr Göllner, an Sie noch mal eine Bitte. Wie geht's denn weiter jetzt? Wie geht's weiter? Wir haben ganz klar einen Auftrag, der im Übrigen auf jedem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs immer wieder bestätigt wird, im Übrigen auch im März, wo uns also der Kommission aufgegeben wurde, bitte verhandelt dieses Abkommen so schnell wie möglich und wenn geht, bitte bis Ende des Jahres. Ja. Das heißt, wir haben einen klaren Auftrag, der klar definiert ist, auch durch das Mandat. Wir werden die Verhandlungen natürlich jetzt weiterführen. Wir könnten das auch gar nicht selber entscheiden als Kommission, da jetzt irgendwas abzubrechen. Das dürften wir auch gar nicht. Haben eine ganze wichtige Reihe von sehr komplizierten technischen Fragen noch vor uns. Ich habe gerade von diesen vielen regulativen Fragen gesprochen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht kommt das in der Diskussion noch. Und dann ist unser Ziel, bis Ende des Jahres so viele Fortschritte wie möglich zu machen. Vielleicht können wir das vielleicht nicht bis Ende des Jahres, aber bis Anfang nächsten Jahres abschließen. Ja, und wenn es dann abgeschlossen sein sollte, und das hängt sehr viel von politischen Faktoren ab, müssen natürlich beide Seiten auch wollen. Ich bin kein Politiker, ich kann deswegen nicht für die Politik sprechen. Also wenn dieses Abkommen ausgehandelt ist, ja, dann muss es natürlich durch den vollkommen normalen demokratischen und parlamentarischen Ratifikationsprozess durch. Das heißt, dann müssen zuerst mal die Mitgliedstaaten diesem vorläufigen oder diesem Vertragstextentwurf, der im Übrigen dann auch allen zugänglich ist, müssen dann erst diskutieren. Wenn sie dem zustimmen, autorisieren sie die Kommission, das zu unterschreiben im Namen der Europäischen Union. Und dann muss dieser ganze Text auch noch erstmal ins Europäische Parlament zur parlamentarischen Ratifizierung, was ja auch ganz normal und der absolut richtige Weg ist. Jetzt kommt aber noch was Kompliziertes dazu. Wenn es dann ein Abkommen ist, was nicht nur die Zuständigkeit der Europäischen Union beinhaltet, also so klassische Fragen wie Zölle zum Beispiel, sondern wenn es auch Bereiche betrifft, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, ja, dann müssen auch alle 28 Mitgliedstaaten darüber ratifizieren. Wir gehen davon aus, dass das in TTIP der Fall sein wird. Das heißt, wir haben dann einen Ratifizierungsprozess auch noch in allen 28 Mitgliedstaaten und das dauert dann eine Weile. Das ist im Übrigen, wir haben vor 3 Jahren ein Abkommen mit Korea abgeschlossen. Das wurde im Europäischen Parlament ratifiziert, kann dann vorläufig in Kraft treten.
Und solange der Ratifikationsprozess mit den Mitgliedstaaten dann läuft, da sind wir jetzt nach 3 Jahren kurz vor der letzten Ratifikation. Und das stelle ich mir vor, dass das in TTIP ganz ähnlich wird. Es wird dann vorläufig in Kraft treten, wenn die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament dem zugestimmt haben. Ja, und dann kommt der Ratifikationsprozess in den Mitgliedstaaten. Wenn es dann einen Mitgliedstaat gibt, ob das nun die Bundesrepublik Deutschland oder Malta ist, ob das Irland ist oder ob das Griechenland ist, der dagegen ist, ja, dann wird das Abkommen nicht zustande kommen. Und dann? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was kostet uns das? Wie geht es weiter? Beziehungsweise ist es zum Vor- oder zum Nachteil der Europäischen Union? Meine persönliche Meinung ist, das wäre zum Nachteil der EU. Dankeschön für die Einschätzung. Meine Damen und Herren, und das wäre jetzt für Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen an die Experten zu richten. Oh ja, also fangen wir bitte bei Ihnen. Sie hatten die erste Handmeldung, fangen wir bei Ihnen an. Darf ich die anderen doch mal bitte kurz hin? 2, 3. Dankeschön. Bitte. Ja, also ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche trotzdem, es einigermaßen zackig zu machen. Ja. Es ist irgendwie sehr pauschal mal behauptet worden an 2 Stellen, dass TTIP vor allem kleinen und mittleren Unternehmen nutzen würde. Ich würde gerne erklärt bekommen, warum dem so sein sollte. Es ist ja, widerspricht allem, was eigentlich alle Medien in diesem Land berichten. Es ist sehr pauschal gesagt worden, dass TTIP und alles, was da passiert, sozusagen eine Quintessenz der Transparenz ist und der Offenheit neuerdings. Das kommt mir so vor, als ob sich jetzt gerade rausstellt, dass doch Dortmund Meister geworden ist und nur die Medien versäumt haben, das richtig zu kommunizieren, sondern fälschlich kommuniziert haben, dass es Bayern gewesen wäre. Hätte ich auch gerne ein bisschen genauer erklärt. Und okay. Was mich aber am meisten interessiert, das müssen wir mich gerade sagen lassen, okay, ja. Genau 3, dann ist es vorbei, ist diese Vertrauensfrage, die gestellt worden ist. Mich würde nämlich interessieren, woher das Misstrauen kommt zwischen der EU und den USA. Wie investieren Konzerne, wie zum Beispiel BMW, von dem wir wissen, dass sie ständig gigantische Summen investieren in den USA, wenn sie Angst davor hätten, enteignet zu werden? Das ist doch nicht das Thema. Das ist doch nicht, das ist doch Augenwischerei, was sie da machen. Das ist, darum kann es doch nicht gehen, sondern die Menschen haben doch Angst davor, dass politisch begründete Entscheidungen in funktionierenden Demokratien ausgehebelt werden. Es geht ja nicht darum, dass Angst davor besteht, enteignet zu werden. Das ist ja, wir reden ja nicht über irgendeine Bananenrepublik, bitte, ja. Sondern über, das haben Sie ja ganz oft betont, über gleiche Standards. Also was die Menschen hier bewegt, ist doch, dass hier eine demokratisch gewählte Regierung sagt, wir haben einen bestimmten Grund, zum Beispiel umweltpolitische Entscheidungen zu treffen, neue Standards zu setzen oder auch sozialpolitische. Und die ausgehebelt werden können auf nicht politischer Ebene. Jetzt würden die Menschen sogar auch noch verstehen, dass es dafür dann eine Abfederung geben muss. Bitte keine Statements, wir haben es verstanden. Ja, aber Herr Göhner, mein Vorschlag, dann müsste es halt transparent sein, bitte. Dann werden Sie den Menschen die Angst nehmen. Wir lassen Frau Dr. Mayer vielleicht nochmal diese Vertrauensgeschichte besprechen. Ja? Herr Göhner, bitte. Also zum Thema kleine und mittelständische Unternehmen. Schauen Sie sich an, wo heute tatsächlich Kosten anfallen, beziehungsweise wo heute die Barrieren sind. Wenn Sie als, ich gebe Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn Sie als Unternehmen heute im pharmazeutischen Bereich, wenn Sie da ein Produkt haben, das produzieren Sie, es geht gar nicht um die Produktzulassung, sondern um die Produktion, dann müssen Sie heute diese Produktionsstätte durch europäische Regulatoren erstmal inspizieren lassen. Ja, kommt die europäischen Behörden und schauen sich da an, ist da alles in Ordnung, und zwar machen die das nach einem internationalen Standard, den sogenannten GMP-Standard, der ist international festgelegt. Gut, das kostet ziemlich viel Geld, ziemlich viel Zeit, und gerade für Klein- und Mittelständler reden wir über 6-stellige Beträge. So, wenn Sie jetzt das gleiche Produkt in die USA exportieren wollen und immer noch unabhängig von der Zulassung, sondern nur von der Produktion, dann müssen Sie das gleiche Verfahren nochmal durchlaufen, und zwar diesmal kommen die amerikanischen Inspektoren, kommt die FDA kommt. Und was macht die? Die guckt genau nach den gleichen Standards, nach den gleichen Elementen, die auch die Europäer gemacht haben. Warum profitieren jetzt kleine und Mittelständler von einer Regelung, die darauf hinauslaufen würde, dass man das gegenseitig anerkennt? Also was die Amerikaner inspiziert haben, das anerkennen wir, und was wir inspiziert haben, das anerkennen die Amerikaner. Ja, ganz einfach. Diese Kosten von 100.000 Euro oder 80.000 Euro, die sind für BMW
ist das kein Problem. Für Böhringer Ingelheim oder was auch immer ist das kein Problem. Aber für den kleinen Hersteller, der gerade bei den Margen sehr genau aufpassen muss und wo solche Hürden und gerade solche regulativen Hürden sehr viel mehr Aufwand betreiben muss, und zwar relativ. Natürlich müssen die Großen das auch betreiben. Die Großen haben Regulierungsabteilungen, wo sie manchmal 5, 6, 10, manchmal 100 Leute beschäftigen, die sich nur damit beschäftigen. Der kleine und mittelständische Unternehmer hat das nicht. Der muss neue Ressourcen zusammenziehen, der geht von seinem operativen Feld weg und muss da investieren. Das heißt, den kleinen und Mittelständler betrifft es im Prinzip genauso wie die Großen, aber relativ gesehen betrifft es ihn sehr viel mehr. Ja, das ist also die Quintessenz. Fragen wir an Herrn Lex, könnten Sie sich das leisten, eine eigene Abteilung einzurichten, um eben genau dagegen zu wirken? Wohl kaum. Also, wenn ich mein Produkt verkaufen will und Marktchancen damit hätte, trotz der Kosten, ja. Ich muss aber kurz widersprechen. Natürlich sind die Kosten für BMW wesentlich höher als 80.000 Euro, weil die haben ja dann viele, viele einzelne Sparten, die dann so zertifiziert sein müssen, die Prüfungen durchlaufen müssen und so weiter. Also die Kosten sind für so einen Konzern auch immens. Genauso anteilig wie für einen kleinen Mittelständler. Und was mir jetzt auch da ein bisschen fehlt, ich weiß, Bayern exportiert über 19 Milliarden Euro in die USA im Jahr, aber so viel ich weiß, sind an den 19 Milliarden weniger als 5% kleine Betriebe beteiligt. Das heißt, die kleinen und mittelständischen Betriebe, die würden nur indirekt partizipieren am größeren Umsatz der Konzerne. Aber die haben eben auch das größere Problem durch die verstärkte Konkurrenz aus den Staaten. So sehe ich das. Dankeschön. Okay. Gab noch andere Fragen? Nein, für... Ja, die Frage war, warum wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen gezielt unterstützen. Ich habe meine Frage noch nicht ganz zu Ende gehabt. Da geht es nämlich auch drum. Kleine und Mittelständler brauchen Informationen, wie sie denn überhaupt auf den Markt kommen können. Das kann manchmal sehr schwierig sein. Ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist, Herr Lex. Wir wollen auch in TTIP ein Kapitel als Teil dieses Abkommens haben, indem wir den kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz besonders diese Informationen auch zukommen lassen. Die müssen Sie heute, wenn Sie in die USA exportieren, müssen Sie da aus verschiedensten Quellen, 30, 40 verschiedenen Quellen, müssen Sie erstmal zusammensuchen, was muss ich denn eigentlich erfüllen als Anforderung. Das heißt, da gibt es auch ganz konkrete Elemente, die man hier schaffen will, um den KMUs zu helfen. Sie haben ja auch noch eine Frage gestellt zur Transparenz. Soll ich die auch noch beantworten? Oder? Jetzt sind Sie dabei. Nachdem Sie von Bayern und von Dortmund gesprochen haben. Also Transparenz. Ich würde mal eine Frage an Sie stellen. Haben Sie schon mal auf unsere Internetseite geguckt? Ja? Und haben Sie schon mal angeguckt, was da für Texte draufstehen? Und haben Sie vielleicht Verhandlungstexte gefunden, die wir als Europäische Union eingebracht haben? Wahrscheinlich haben Sie die gefunden. Jetzt nennen Sie mir mal eine internationale Verhandlung vergleichbarer Art, wo Sie Verhandlungstexte der einen Seite aufgeführt bekommen. Ich kenne keine. Wenn Sie einen finden, dann sagen Sie es mir. Das heißt, natürlich haben wir mit der neuen Kommission, hat sich die neue Kommissarin, als sie ins Amt gekommen ist, natürlich ist die Kommission nicht blind und hat gesehen, da ist ein Riesenbedarf und eine Riesennachfrage nach dem, was da passiert ist. Und hat gesagt, ich möchte eine Transparenzinitiative starten. Ich möchte, dass diese Texte, unsere Texte, wir können ja nicht über unsere Texte entscheiden, dass die öffentlich gemacht werden. Und genau das haben wir gemacht. Sie können heute über jeden Bereich, über den wir verhandeln, können Sie heute die EU, nicht nur die EU-Position, sondern den EU-Vorschlag, sofern er denn existiert, weil er noch nicht in allen Bereichen existiert, können Sie im Netz nachlesen. Und jetzt wird es manchmal ein bisschen paradox. Ich kriege auf öffentlichen Veranstaltungen die Frage, ja, Sie stellen ja so viel Informationen ins Netz, da kommt ja keiner mehr mit. Ja, also ich kann es Ihnen nicht recht machen. Entweder tun wir mehr Informationen rein oder wir tun weniger rein. Aber wir tun lieber mehr rein. Das ist vielleicht nicht immer ganz übersichtlich und nicht ganz einfach zu finden. Ich helfe Ihnen gerne, wenn Sie da Fragen haben. Aber die Informationen sind da. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, was will die Europäische
Union oder die Kommission als Verhandlerin, dann können Sie das heute genau nachlesen, und zwar im juristischen Text und nicht in nebulösen Beschreibungen dessen. Dankeschön. Die nächste Frage hatten wir bei Ihnen. Also ich glaube, wir schulden noch eine Antwort zu der Enteignung von BMW, ach so, oder? Da hat der Herr Güllner kurz... bitte. Ja, also Sie hatten ja so die These aufgestellt, kann es denn sein, dass in den USA BMW dann enteignet wird? Darum kann es doch gar nicht gehen. Nee, darum kann es auch nicht gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, es wird überhaupt keine Klagewelle jetzt im Nachgang zu TTIP kommen, dass wir plötzlich einen Anstieg in dieser Zahl der Schiedsverfahren sehen, weil sowohl die USA als auch die EU sind ja ein sehr gesicherter Rechtsrahmen, ja, wo es rechtsstaatlich zugeht und wo es nicht passiert, wie in anderen Fällen, dass plötzlich das Fabrikgelände besetzt wird und de facto man nicht mehr produzieren kann. Das wird nicht vorkommen, jedenfalls hoffe ich das. Ich habe mir die Zahlen mal angeguckt. In den Schiedsverfahren, die momentan aktuell laufen, geht es in 9% der Fälle nur darum, das Recht des Staates zu regulieren. Und das sind alles sehr besonders gelagerte Extremfälle. In der größten Zahl der Fälle geht es wirklich darum, dass massive Einwirkungen auf die Investitionen sind, die Investition zerstören, aber gar nicht Regulierungsthemen. Und deswegen glaube ich, das ist einfach eine Scheindiskussion. Das wird nicht passieren, dass wir da halt plötzlich Szenarien haben, die wir uns nicht vorstellen können. Naja, der Handlungsbedarf entsteht ja daraus, dass wir den Investitionsschutz generell haben wollen als Freihandelsbestandteil, weil wir wollen sagen, ein ausländischer Investor genießt in unserem Land dieselben Grundrechte wie ein Inländer. Das ist ja irgendwie so eine grundlegende Aussage, das soll sowohl die EU als auch die USA sehr leicht in der Lage sein zu verbürgen, weil genau das verlangen wir ja auch dann von anderen Ländern wie China, wie andere Schwellenländer. Und wir können nicht sagen, nur weil wir jetzt in den USA ein gutes Niveau haben und gute Gerichte haben, dann machen wir das überhaupt nicht, weil es mag doch vielleicht noch mal den einen oder anderen Fall tatsächlich geben. Und dafür ist es gut, es vorzusehen, auch wenn wir keine Klagewelle sehen werden. Dankeschön, Frau Dr. Mayer. Der Herr mit der Brille, bitte nur eine Frage. Ich will es auch ganz kurz machen. Wie gehen Sie mit folgendem Problem um? Vor kurzem ist durch die Presse gegangen die Nachricht, dass ein amerikanisches Gericht sich möglicherweise für zuständig hält, die Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit dem Absturz der Germanwings-Maschine zu übernehmen. Das ist ein Problem, das grundsätzlich die amerikanische Rechtsprechung umgeht. Wir haben das in vielen Fällen in den letzten Jahrzehnten schon vorexerziert bekommen. Es gibt eine Tendenz der USA, die eigene Rechtsprechung auch im Zivilbereich, nicht nur im Staatsbereich, auf die ganze Welt mehr oder weniger auszudehnen. Und das ist natürlich äußerst problematisch. Ich denke hier auch an die Maßnahmen, als es darum ging, dass Spanien mit Kuba Handel betreiben wollte und plötzlich durften spanische Unternehmen nicht mehr in die USA exportieren. Das ist ja ein Problem, und da kommen wir auch auf das Misstrauen gegenüber den USA ausgelöst hat und das leider immer noch aktuell ist. Wie wollen Sie damit umgehen? Die Amerikaner werden wohl ihre Rechtssysteme hier nicht wirklich anpassen. Vielleicht Sie zuerst, Frau Dr. Mayer. Ich bin auch kurz. Danke. Das ist ein Problem, was existiert und was wir nicht durch TTIP lösen werden. Denn diese zivilen Klagen, die gibt es unabhängig von TTIP. Es zeigt aber, dass es durchaus sinnvoll sein kann, gewisse Streitigkeiten loszulösen von den staatlichen Gerichten und in internationale Spruchkörper, nenne ich es jetzt mal, zu bringen, die zwar paritätisch irgendwo besetzt sind, aber die halt nicht das Gericht in New York sind. Das ist eine Erkenntnis. Es wird halt durch eine internationale Verankerung da wahrscheinlich mehr Neutralität geben. Dankeschön. Eine Ergänzung, Herr Güllner? Okay. Auf der Seite, bitte. Ich habe ein paar Fragen, aber die meisten sind kurz. Erstens, was ist eigentlich Versuchen Sie sich auf eine, wir wollen ja alle. Was ist das prognostizierte Wachstum, für die EU? Es gibt aus TTIP. 12 Untersuchungen, 12 unterschiedliche Zahlen. Herr Güllner, wollen Sie eine?
Also, wie macht man Prognosen und wie kann man auf diese Prognosen, wie darauf kann man sich da verlassen? Das sind Schätzungen, ja, da gibt es keine, das ist keine Garantieerklärung für gar nichts. Was wir machen als Europäische Kommission, sobald wir einen Vorschlag machen für so ein Abkommen oder auch für einen Gesetzesvorschlag, müssen wir eine Folgenabschätzung vorlegen. Die Folgenabschätzung hat immer eine wirtschaftliche Komponente natürlich. Und die wird gemacht, indem man sich die letzten oder die State of the Art sozusagen der verschiedenen Möglichkeiten der Ökonometrie anguckt. Und da gibt es ein bestimmtes Modell, das sogenannte CGE-Modell. Keine Angst, ich werde Sie nicht belabern mit allen möglichen Details. Das ist das am besten geeignete Modell momentan. Und das haben wir benutzt und haben dann mit einem ganz bestimmten Szenario gearbeitet. Haben dann überlegt, okay, wir werden die Zölle abbauen, dann werden wir im regulativen Bereich auch einiges machen. Da kann man verschiedene Szenarios machen. Also entweder man baut ungefähr 10% oder 25% oder 50% ab. Und haben relativ konservative Grundannahmen genommen. Also wir haben nicht gesagt, auf einmal wird alles abgebaut und auch nicht über Nacht. So, wie errechnet man das dann? Dann errechnet man den Moment des Zustandes. Also man nimmt, normalerweise macht man das auf Grundlage des Bruttosozialproduktes am heutigen Tag. Dann nimmt man dieses Modell, guckt dann, okay, wenn das Abkommen ausverhandelt ist und dann voll in Kraft ist, was natürlich mit verschiedenen Übergangsfristen auch einige Jahre dauert. Das heißt, wir haben den Referenzpunkt 2027 zum Beispiel. Und dann guckt man sich an, wie ist die Situation mit TTIP und wie ist die Situation ohne TTIP. Und dann guckt man sich genau diese Differenz an. Und diese Differenz beträgt in etwa 0,5 Prozentpunkt des Bruttoinlandsproduktes. So, jetzt wird gesagt, das ist ja nichts. Ja, Vorsicht, das ist relativ viel, weil es nämlich ein stetiger Anstieg ist. Das heißt, ich habe das Delta berechnet zu einem gewissen Zeitpunkt, aber das ist ja nicht eine einmalige Spritze, sondern das bleibt ja dann da. Das heißt, es gibt da so eine Debatte, die geführt wird, ist das jetzt jährlich oder nicht jährlich? Ja, kommt ein bisschen drauf an. Es ist auf jeden Fall ein systematischer und nachhaltiges Wachsen des Bruttoinlandsprodukts, was dann natürlich an der Basis da bleibt. Wie gesagt, 0,5% sind in etwa 120 Milliarden Euro, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ob es 0,4% oder 0,7% sind am Ende, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass sozusagen die Richtung deutlich wird. Und die haben wir im Übrigen nicht nur in unseren eigenen Studien, sondern von vielen anderen Studien. Also es gibt 6 oder 7 andere Studien, die genau zum ähnlichen Ergebnis kommen. Es gibt eine ganz bekannte Studie, die ein ganz anderes Ergebnis hat, die nämlich einen negativen Effekt hat. Vielleicht haben Sie von der schon mal gehört, von der Tufts University, von Herrn Capaldo, wenn ich das nur noch mal kurz anführen darf. Falls Sie da mal drüber stolpern, der benutzt ein ganz anderes Modell. Und das ist ein Modell, das sogenannte Global Model. Da werden aber keine Zölle einberechnet und da werden auch keine Sektoren einberechnet. Ja, jetzt muss man wirklich kein Hellseher oder kein Spezialist der Handelspolitik sein, dass ein Modell, was keine Zölle und keine Sektoren mit berücksichtigt, dass das natürlich nicht besonders geeignet ist, um Handelsabkommen oder beziehungsweise die Effekte eines Handelsabkommens zu berechnen. Aber dann lassen Sie uns das auch nicht verschweigen. Ja. Capaldo sagt, also TTIP kostet uns 600.000 Arbeitsplätze in Europa und Einkommensverluste von bis zu 5.000 Euro pro Arbeitnehmer. Und ich sage Ihnen, das ist genau das, ist ein Modell, das absolut ein Extrem ist. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ein Positivextrem, wo eben Zuwachsraten prognostiziert werden. Wo da man wird alles Mögliche projiziert. Ja. Ich kann ja nur für die Europäische Kommission sprechen und wir haben relativ konservative Schätzungen. Wir machen im Übrigen keine Aussage über Arbeitsplätze, ne? Weil wir nichts versprechen können. Arbeitsplätze sind durch unglaublich viele andere Faktoren, sind sehr viel mehr beeinflusst. Das heißt, wir sagen aus dem Erfahrungswert erstmal der Modelle und zweitens aus dem Erfahrungswert der bereits bestehenden Abkommen. Unser Freihandelsabkommen mit Korea hat nach 3 Jahren des Inkrafttretens heute schon zu 35% Exportsteigerungen geführt. Also wir haben ganz klare Evidenz aus der Realität heraus. Frage beantwortet, glaube ich. Da hinten die Dame im orangenen Kleid, bitte. Grüß Gott, mein Hintergrund ist Software seit 1973. Seit 1993 Qualitätssicherung und auch für hochsecure und hochsafe Software. Meine Erfahrung ist die, in Amerika wird ein Audit so durchgeführt, dass der Kunde die 2 Projekte präsentiert, die er auswählt, während hier in Europa der Auditor sich
die gesamte Dokumentation zeigen lässt und seinerseits auswählt. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in den zwei präsentierten Projekten alles sauber gelaufen ist, ist extrem groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die gesamte Dokumentation des letzten Jahres sehe, ich Fehler finde, wesentlich größer. Wenn wir das gegenseitig anerkennen, machen wir Schritt nach hinten. Sehr speziell, Herr Göllner. Ich mache es auch nur ganz kurz. Wir wollen auch nur da gegenseitig anerkennen, wo wir wirklich das Gleiche wollen. Ja, und wo die Wege zwar unterschiedlich sind, aber wo wir immer auf Vergleichbarkeit auch bauen können. Nur da können wir das machen. Und das geht in ganz vielen Bereichen geht es nicht. Das wird der Bill auch unterstreichen. Und in ganz vielen Bereichen geht das. Und genau in diese Bereiche wollen wir identifizieren. Das ist sehr schwierig. Das ist eine sehr technische Arbeit. Und das wird auch nicht, da wird nicht TTIP irgendwie eine ganze neue Wundertüte irgendwie präsentieren, sondern wir wollen Erleichterungen schaffen, und zwar nicht nur für die Unternehmen, sondern auch, vielleicht ist es wichtig nochmal zu erklären, sondern auch für die Regulatoren selber, die nämlich viel Zeit mit diesen Doppelinspektionen und mit diesen Prüfverfahren und so weiter verbringen. Und wenn wir da ein bisschen einsparen können, haben sie nämlich mehr Zeit, sich auf andere Felder, auf andere Partner zu konzentrieren, wo es nämlich sehr viel nötiger ist. Dankeschön. In der Automobilindustrie gibt es die Homologation. Das bedeutet, es werden alle Standards der Welt genommen. Es wird für jede Komponente das jeweils strengste Kriterium gewählt, sodass ein Produkt nur einmal durchgetestet wird und dann natürlich den anderen auch genügt. Das könnte die EU aber auch ohne TTIP bereitstellen. Wir können viel ohne TTIP machen, haben wir aber nicht gemacht. Und deswegen ist die Frage, wir wollen ja TTIP nicht benutzen, um diese Standards zu verhandeln in so einer Art Give and Take, sondern wir wollen mit TTIP ein Forum gründen, wo sich die beiden Regulatoren zusammensetzen und einfach mal gucken, wie macht ihr das, wie machen wir das, haben wir da eigentlich gemeinsame Ziele, aber unterschiedliche Wege. Und die haben auch überhaupt keine Entscheidungsbefugnis. Die Entscheidungsbefugnis ist bei uns in unserem System in vielen Bereichen ganz anders gelagert als in den USA, sondern wir wollen einfach mal, dass die Regulatoren zusammenkommen und das machen. Das ist in den letzten 20 Jahren nicht passiert oder nur ganz selten. Und TTIP ist für uns keine Verhandlung über Standards oder über Regulierungen, sondern die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu identifizieren und genau die zu machen. Dankeschön. Weitere Fragen bitte. Bitte schön. Ich bin durch eine Boardmitgliedschaft in einem Pharmaunternehmen, habe ich im Guten und im Bösen die FDA sehr kennengelernt. Und ich kann nur bestätigen, Herr Göllner hat es angedeutet, dass die Standards der FDA sowohl bezüglich der Zulassung von Medikamenten wie auch bezüglich der GMP-Prüfung, also der Prüfung der Produktionsbedingungen, sehr, sehr viel härter ist und sehr viel konsequenter ist als die entsprechenden europäischen Behörden. Also wir machen lieber 10 Produkte bei der B-Pharm als ein Produkt bei der FDA. In Amerika. Dankeschön. Da hinten gibt es Worte, ich sehe das schlecht durch die Scheinwerfer. Ich sehe einen Herrn im weißen Hemd mit kurzen Ärmeln. Wenn Sie bitte... Noch ein Stück weiter rechts, das ist er, ja. Danke. Im Zusammenhang mit dem Begriff Folgenabschätzung ist auch eine Zahl genannt worden. Das war bisher die einzige konkrete Zahl. Mich würde interessieren, welches Volumen der Deutsch-US-Außenhandel hat, welches Volumen der Handelsströme zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union derzeit haben, um dann einordnen zu können, in welcher Größenordnung sich die erwarteten Vorteile bewegen würden. Dazu nur ein kleiner Hinweis. Es ist ein Kärtchen verteilt worden, 10 Gründe für das TIP. Wenn man die 10 Gründe kritisch liest, jeder zweite Grund, es könnte, es würde und es sollte und so weiter. Also eine sehr, sehr, von Hoffnungen geschürte Darstellung der Gründe, die sich ergeben könnten.
Dankeschön. Also das Kärtchen liegt uns nicht allen vor, da würde ich jetzt nicht so gerne drauf eingehen, Herr Günther, aber ich glaube, wir können sehr präzise Auskunft geben über die Handelsströme USA, Deutschland im bundesweiten, aber vor allen Dingen auch für den bayerischen Vergleich. Naja, die Zahlen kennt Herr Gottschlich wahrscheinlich sehr viel besser. Ich spreche für die Europäische Kommission. Das heißt, für mich sind die gesamteuropäischen Ströme sehr wichtig. Wir handeln momentan im Jahr etwa 800 Milliarden Euro an Gütern und Dienstleistungen, die über den Atlantik gehen. Das heißt, am Tag im Schnitt um die 2 Milliarden Euro. Und dazu muss man wissen, das sind nicht nur Güter, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es da irgendwie Firma A produziert Gut X und das wird dann rübergeschickt, sondern das ist in vielen Bereichen sehr viel komplexer. Da sind zum Teil Güter, die hin und her geschickt werden, weil die nämlich zum Teil vorfabriziert werden oder in verschiedenen Produktionsstufen dann über den Atlantik gehen. Da sind auch nicht mehr Güter heutzutage, die nur noch als gut gesehen werden können. Wenn Sie zum Beispiel Ihr iPhone sehen, Ihr iPhone als gut hat überhaupt keinen Wert. Sie brauchen die Dienstleistung auch dazu. Das heißt, auch diese zwei Dinge müssen auf einmal gemeinsam gesehen werden. Und deswegen benutzen wir auch diese große Zahl, nicht nur von Gütern, sondern auch von Dienstleistungen, weil die Dinge zusammenhängen. Und vielleicht noch eine Zahl, weil Sie nach konkreten Zahlen fragen. Wie viel haben denn Europäer in den USA investiert und wie viel haben Amerikaner in der EU investiert? Das sind auf beiden Seiten um die 1,1, was der richtige auf Deutsch, Billionen, ja, also nicht Billions, sondern Billionen auf Deutsch, 1000 Milliarden. Und das ist so viel, also nur um Ihnen mal eine Richtgröße zu geben, die Vereinigten Staaten haben mehr investiert in Holland, als sie im gesamten südostasiatischen Raum investiert haben. Ja, also nur um mir mal so eine Richtgröße zu geben, in welchen Sphären wir uns da eigentlich bewegen. Und jetzt Ihre Frage, warum ist das eigentlich wichtig? Wenn wir hier über diese regulativen Fragen sprechen, und Sie werden sich wahrscheinlich wundern, warum spricht er da über Anerkennung von Inspektionsergebnissen? Ja, das ist ja alles Pipifax, das ist ja alles, das fällt ja gar nicht ins Gewicht. Doch, es fällt dann ins Gewicht, wenn Sie so große Volumen haben. Wenn Sie einen bestehenden Zoll, der heute vielleicht bei 3% liegt, wenn Sie den reduzieren auf null oder vielleicht auch gar nicht auf null, aber dann so ein Riesenvolumen haben, ja, dann haben Sie richtig, richtig Effekte. Und das ist genau das, was TTIP interessant macht, dass wir durch kleine Verbesserungen, nicht durch Revolution, sondern durch Evolution, und zwar nur da, wo wir es wollen, und zwar beide Seiten, dass wir hier große, große Effekte erzielen können. Zu dem Fall, da kann ich nichts sagen. Nein, wie gesagt, das liegt auch nicht vor. Dankeschön. Der Herr ganz rechts außen mit der Krawatte. Kleinen Moment, das Mikrofon erreicht Sie gleich. Ja, danke schön. Jetzt. Erstmal wollte ich Herrn Lex danken für die klaren Worte. Und dann ist es meine Frage, ist es bei einer so umfänglichen Materie technisch überhaupt möglich, Vertragstexte zu formulieren ohne Lobby? Kann eine staatliche europäische Verwaltung so viel Fachwissen vorhalten? Das, Herr Günther, ist eine einfache Frage. Ja. Nein, ist hier nicht das erste Abkommen, das wir ausgehandelt haben. Wir haben hier eine ganze Reihe von Abkommen ausgehandelt und alle diese Freihandelsabkommen werden durch die Europäische Kommission ausgehandelt. Seit 1958 liegt die Zuständigkeit für den Außenhandel bei der Europäischen Kommission. Warum? Weil sich die Mitgliedstaaten damals schon, und zwar als es nur die 6 waren, haben sich schon überlegt, wir können auf dem internationalen Markt sehr viel besser bestehen, wenn wir unsere Gemeinsamkeiten zusammenziehen. Und wir haben gerade in den letzten 15 Jahren eine ganze Reihe von Abkommen ausgehandelt, nur um ein paar Beispiele zu geben, mit Korea, mit Südamerika. Und wir verhandeln auch mit vielen anderen Partnern, wie mit Japan zum Beispiel. Sie wissen, ganz aktuell. Sie wissen, dass wir mit Japan ein genau fast gleiches Abkommen wie mit TTIP aushandeln. Ich habe noch keine öffentliche Debatte zu diesem Abkommen gesehen. Also um Ihre Frage zu beantworten, wir machen das. Wir machen das natürlich nicht in Isolation, sondern wir machen das auch in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Mitgliedstaatenverwaltungen. Und wir brauchen natürlich auch den Input, aber nicht von Lobbys, sondern wir brauchen den Input von allen Akteuren, die damit zu tun haben. Das ist sowohl die Wirtschaft als auch diejenigen, die davon betroffen sind. Wir sprechen genauso viel mit Verbraucherverbänden und mit Gewerkschaften wie mit Wirtschaftsvertretern und natürlich auch mit NGOs. Dankeschön. Der Herr ganz hinten im Pullover. Nein, nicht so, noch ein Stück weiter.
noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, jetzt rechts. Nein, noch. Entschuldigung, die Dame im Roten. Ich bin ein bisschen farbenblind, sorry, das mit dem Licht, das ist schwierig. Ich hätte zwei Fragen. Das eine, nur eine bitte. Andere wollen ja auch nicht. Ich habe aber leider zwei Fragen. Das eine ist, das ist, glaube ich, das Hauptthema, warum überhaupt aus meiner Sicht zumindest die Diskussion in dem bürgerlichen Bereich derart heftig ausgefallen ist. Das Thema Verbraucherschutz, das ist leider noch gar nicht angesprochen worden. Und das zweite ist, Ich habe als Bezirksrätin die Thematik auf der Dienstleistungsebene bereits kennengelernt, dass wir uns Gedanken machen, inwieweit die systemunterschiedliche Thematik der Daseinsvorsorge, die bei uns zum Teil sehr stark staatlich organisiert ist, im Rahmen von TTIP beeinträchtigt wird, dass der Staat sein Handeln hier weiter ausüben kann, wie er es bisher gewohnt ist. Dazu würde ich auch ganz gerne was hören. Herr Günther, ich glaube, wir entscheiden uns einfach für die Dienstleistungen, weil wir das tatsächlich auch noch nicht hatten. Man kann beides relativ schnell beantworten. Was den Verbraucherschutz anbelangt, wir haben keinen Auftrag und haben eine ganz klare rote Linie in unserem Verhandlungsmandat. Wir dürfen und sollen und möchten auch überhaupt keine Standards senken. Das ist jetzt natürlich nur sehr einsilbig beantwortet. Wenn Sie da in bestimmte Bereiche gehen, kann ich Ihnen gerne mehr sagen. Gut, dass Sie die Daseinsvorsorge ansprechen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben seit 30 Jahren die Daseinsvorsorge schon in den WTO-Abkommen, in den WTO-Abkommen zu Dienstleistungen, haben wir ein System entwickelt, wie wir das, was wir im Deutschen als Daseinsvorsorge bezeichnen, wie wir das schützen, beziehungsweise wie das nicht Gegenstand dieser Verhandlungen wird. Das haben wir nicht nur in diesem GATS-Abkommen, das Sie vielleicht kennen, sondern das haben wir in jedem unserer Abkommen, in jeder unserer sukzessiven Abkommen gemacht. Das können Sie im Übrigen auch nachlesen in dem bereits ausverhandelten Abkommen mit Kanada, mit CETA. Wir machen das auf drei Ebenen. Da geht es einmal um die Ausübung von öffentlichen Aufgaben, also so Polizei und so weiter, ist sowieso ausgenommen. Dann haben wir eine horizontale Ausnahme und dann haben wir noch eine sektorspezifische Ausnahme, die also ganz explizit und dezidiert sagt, zum Beispiel Fragen der öffentlich finanzierten Gesundheit, der öffentlich finanzierten Bildung, der öffentlich finanzierten Bildung und Wasserversorgung sind nicht Gegenstand von Liberalisierung. Das haben wir in diesem CETA-Abkommen und genau diesen Ansatz werden wir auch verfolgen in TTIP. Und jetzt ist noch was ganz Wichtiges. Das Thema ist ja sehr hoch, sehr hochgekommen in der öffentlichen Debatte. Ja. Und dann haben wir mit unseren amerikanischen Partnern haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, für den Bereich Dienstleistungen können wir noch mal ein bisschen genauer definieren, was wir da machen wollen. Und haben am Ende dieser Gespräche, gibt es eine gemeinsame Erklärung meiner Chefin, der Frau Malmström, der Kommissarin und nicht dem direkten, aber indirekten Chef von Bill, dem Mike Froman, der Handelsbeauftragte ist. Und in dieser Erklärung steht drin, wir wollen beide jeweils unsere, jetzt benutze ich mal den deutschen Titel, unsere Daseinsvorsorge so gestalten, wie wir das wollen. Und wir wollen nicht an die Substanz oder an die Art und Weise, wie der andere das macht, rangehen. Das ist jeweils die andere Sache. Das heißt, das ist nicht unser Interesse. Das können Sie nachlesen, schwarz auf weiß, schicke ich Ihnen gerne zu. Also für den Bereich Daseinsvorsorge, glaube ich, kann ich vollkommen eine Entwarnung geben. Dankeschön. Der Herr im blauen Pullover mit den roten Streifen. Meine Frage betrifft den gewerblichen Rechtsschutz. Wie weit ist der ins TTIP aufgenommen worden? Und wie sieht das denn aus, wenn eine amerikanische Firma ein Schiedsgerichtsverfahren beantragt, wird in dem Augenblick der Handel unterbrochen oder läuft alles weiter bis zu dieser irgendwann ultimo entscheidenden Entscheidung anliegt oder vorliegt? Danke. Dankeschön, Frau Dr. Meyer. Die Schiedsverfahren unterbrechen keine Geschäftsbeziehung. Wenn die Parteien denken, wir wollen jetzt nichts mehr miteinander machen, ist das ihre Entscheidung. Aber es gibt da keinen Automatismus, dass sobald da irgendein Schiedsverfahren anhängig ist, irgendetwas suspendiert wird. Dankeschön. Monsanto hat das anders gemacht und hat das anders geregelt. Man kann es auch anders regeln, aber es gibt keinen Automatismus dergestalt, dass man sagt, sobald ein Verfahren anhängig ist,
liefere ich nicht mehr. Das mag jeder für sich individuell so sehen, aber es ist kein Automatismus. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt knapp zwei Stunden hinter uns. Lebhafte Diskussion. Wir haben die Statements gehört. Unsere Experten werden die Bühne jetzt nicht sofort verlassen. Es gibt draußen auch noch Erfrischungen, wo Gespräche geführt werden, wo Fragen beantwortet werden können. Ich würde diesen offiziellen Teil jetzt gerne beschließen und ich würde noch gerne die Reihe durchgehen. Herr Lex, wir haben das Motto des heutigen Abends stand TTIP, Monster, Megachance oder einfach nur nützlich. Wir haben viel diskutiert, wir haben viel gesprochen. Können Sie eine Antwort geben? Monster, Megachance, nützlich. Also Chance, ja. Ob es ein Monster wird, also ich muss sagen, mir wäre es sympathischer, man würde das TTIP in mehreren Feldern aufteilen und nicht einen Riesenvertrag machen, sondern 4, 5 kleinere Verträge, ein Zollhandelsabkommen von mir aus, wurde mit China letztes Jahr gemacht. Das wäre mir sympathischer, überschaubarer und käme mir flexibler vor. Das wäre vielleicht noch eine Frage an die anderen Experten, warum das nicht so gemacht wurde. Chancen hat TTIP sicher, aber es hat auch Risiken. Und es hat Gewinner und es hat Verlierer. Herr Lex, herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind für Ihre offene Darstellung Ihrer Situation. Vielen Dank. Frau Dr. Meyer, so einfach möchte ich es Ihnen nicht machen mit Monster, Megachance oder einfach nur nützlich. Geben Sie uns doch mal bitte Ihre Expertenmeinung. Werden letztendlich die Schiedsgerichte oder die Diskussion darüber ausschlaggebend sein, ob wir TTIP, egal wann, bekommen oder nicht? Dadurch, dass die Schiedsgerichte sehr heiß diskutiert werden, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Punkt ist, wo sich vielleicht auch manche Mitgliedstaaten dann einfach nicht hinter den Vorschlag stellen können. Ich weiß es nicht. Das ist ein Blick in die Kristallkugel. Es ist zu unnötigen Gründen, für unnötige Gründe, ein großer Zankapfel, der kein Zankapfel sein müsste. Dankeschön. Herr Güllner, wir haben lebhaft diskutiert und Sie haben letztendlich die Fragen gehört, die Sie auf Ihrer Roadshow immer wieder hören. Was nehmen Sie vom heutigen Abend mit nach Brüssel? Also ich bin ja nicht als Märchenonkel gekommen, sondern ich bin hier, um Ihnen die Fragen zu beantworten, die Ihnen wahrscheinlich auch zu Recht unter den Nägeln brennen. Nämlich, gibt es da Risiken, gibt es da Vorteile? Und ich bin auch nicht gekommen, um hier politische Versprechungen zu machen, sondern einfach nur zu erklären, was wird da gemacht, warum machen wir das, mit welchem Hintergrund. Ich fand es wirklich sehr spannend und sehr schön heute. Was ich mitnehme, ist im Übrigen auch von vielen anderen Veranstaltungen, dass es einen Wahnsinns-Informationsbedarf gibt. Dass Leute gerne wissen wollen, wie macht ihr das, warum macht ihr das? Und dass wir so langsam von der, wie soll ich sagen, von einer manchmal ein bisschen hysterischen Debatte auf eine Debatte kommen, die sachorientiert wird. Und das ist gut so. Und das ist mein Job und das ist der Job meiner Kollegen, Ihnen zu erklären, was die Hintergründe sind, was der Kontext ist, wie wir das machen. Wir probieren das natürlich viel über die Website zu machen, dass das nicht besonders interaktiv ist und dass das kein Dialog ist, ist uns ganz klar. Deswegen möchte ich Sie auch einladen, auch mal zu meinen Kollegen, wir haben die Europäische Kommission hat hier eine Vertretung hier in München, einfach mal dahin zu gehen, den Dialog zu suchen, Informationen anzufordern, weil da ist vieles von dem, was als Monster aussieht, um den Titel vielleicht mal aufzunehmen, ist vielleicht keine Mega-Chance, aber ist vielleicht eine Chance, die man mal genauer einfach angucken sollte. Es geht auch nicht darum, ob man jetzt TTIP-Verfechter oder glühender TTIP-Anhänger wird, sondern einfach mal zu gucken, gibt es hier Themen, wo wir als EU insgesamt eher gewinnen können, weil es nämlich für uns gut ist, oder eben nicht. Am Ende muss sich jeder eine eigene Meinung machen und im Übrigen auch die Politiker, die darüber abstimmen werden. Die Europäische Kommission versucht, ein gutes Abkommen auszuhandeln, das im Interesse von uns liegt. Ja, wir verhandeln für die Europäische Union. Und ob das am Ende dann gut genug ist, das müssen dann sowohl die Mitgliedstaaten als auch das Europäische Parlament und wahrscheinlich auch noch der Bundestag und alle 28 anderen Parlamente und noch viel mehr müssen das dann entscheiden. Das ist unsere Aufgabe. Herr Güllner, herzlichen Dank.
Das ist Ihr Applaus. Sie haben wirklich redlich Rede und Antwort gestanden. Und ich denke mal, Sie sitzen ja auch in unserem Auftrag in Brüssel. Und ich glaube, für heute Abend kann man wirklich sagen, tollen Job gemacht. Herzlichen Dank. Herr Thomé, ich greife Sie noch mal auf. TTIP ja, aber nicht um absolut jeden Preis. Sind wir da heute in der Diskussion ein Stück näher gekommen? Ich finde das schon. Nicht auf der Welt ist einfach nur gut, nicht ist einfach nur schlecht. Risiken und Chancen liegen oft eng beisammen. Dass sich in der Diskussion manchmal auch Mythen und manchmal auch so ein sublimer Antiamerikanismus runtergemischt hat, das ist bedauerlich. Man muss dieses Thema, glaube ich, ohne Schaum vor dem Mund diskutieren, sachlich und an den Themen orientiert. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich finde es richtig, dass die Öffentlichkeit bei diesem Thema Transparenz einfordert. Das ist jedenfalls ein Gewinn für die Demokratie letztlich auch. Das kann nicht bei jedem Freihandelsabkommen in gleicher Weise diskutiert werden, das ist ganz klar. Aber bei einem von dieser Bedeutung war es gut, dass die Öffentlichkeit das eingefordert hat. Von daher ist es, glaube ich, auch ein Gewinn für die Demokratie insgesamt in Europa. Und mein Resümee ist insgesamt schon, dass mein schon früher geäußerte Einschätzung richtig ist, dass in TTIP enorme Chancen stecken. Woanders werden Chancen ergriffen. Wir neigen manchmal dazu, die Risiken zu sehr zu akzentuieren. Es kommt darauf an, so zu verhandeln, dass sich die Chancen verwirklichen und die Risiken, die halt einfach auch nun mal da sind. Das muss man ganz offen sehen bei realistischer Einschätzung, dass diese möglichst gering gehalten werden. Von daher meine ich schon, ich stehe zu dem, was Sie sagen, TTIP ja, nicht um jeden Preis, dass es aber den Preis wert ist. Das ist Aufgabe von Herrn Güllner und das macht er, glaube ich, auch ganz gut. Herr Thomé, recht herzlichen Dank für Ihre mahnenden Worte. Meine Damen und Herren, eine spannende Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen im Namen von uns allen ganz herzlich für dieses hohe Maß an Konzentration, an Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn Sie den Abend draußen mit Getränken noch ausklingen lassen und noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich glaube, Sie alle werden noch 15 Minuten hier bleiben und auch Fragen beantworten können.